So, lass uns anfangen. Jo, wie schnell ist die Maus denn? Deutsch. Mouthwashing. Ich habe keine Ahnung von dem Game Chat. Ich habe mir so gut wie gar nichts angesehen, außer halt den Trailer. Es sieht sehr, sehr abstrakt aus, sehr wild und sehr nice. Wir gehen rein und gucken uns an, was das wird. Es ist schon länger angekündigt gewesen. Ich hatte das schon recht lange auf meiner Wishlist gehabt. Und ja, es kam jetzt vor ein paar Wochen raus. Fortfahren? Okay. Optionen, Gesamtlautstärke, bla bla bla, bla bla. Kopfbewegung machen wir aus, ne? Junge, wie schnell ist denn die Maus? Junge! Oh, jetzt langsam. So, okay. Let's go. Cozy, wie er da liegt im Sonnenuntergang. Ist nice von dem, was ich mich erinnere. Wie, was, von was du dich erinnerst? Das Spiel kam doch erst vor ein paar Wochen raus. Raumfrachter Tulpa. Pony Express, Besatzung 5. Das spielt im Weltraum? Ach ja, das spielt im Krankenhaus. Ich hoffe, das tut weh, okay. Ich hoffe auch. Ich hoffe, das Spiel tut richtig weh. Ich will richtig Schmerzen von dem Spiel haben. Null Tage vor dem Unfall. Okay. In einer Entfernung von 21 AE vom Schiff wurde ein kreisendes Objekt entdeckt. Bitte den Kurs manuell um 1,4 Grad nach links korrigieren, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Okay. Nach rechts steuern. Okay. Das waren 1,4 Grad, oder? Höchste Warnstufe. Direkter Zusammenstoß mit kreisendem Objekt in 1,9 AE Entfernung. Autopilot wird aktiviert, um Kurs des Schiffes zu korrigieren. Besatzung auf Notfallposten schicken. Wegen Versagens des Navigationspersonals wird 4.000 Guthaben vom Lohn der Besatzung abgezogen. Autsch. Ich kann niemanden reinlassen. Jo, die Ventile, Junge. Eine neue Angst entdeckt. Viele Ventile. Dein Dingens. Bei dir zu Hause in der Wohnung ist ein Rohr geplatzt und alles läuft gerade voller Wasser und du musst schnell in den Keller laufen und dein Wasser, die Hauptwasserzuregelung abdrehen. Und dann stehst du hier vor. Verdammt! Use only in case of emergency, Captain X. Okay. Gefahr, Schutzausrüstung für Pony Express. Nur im Notfall verwenden. Zugang nur für den Captain. Code Scanner erforderlich. Okay. Das ist. Okay, Name Anya. Der Gedanke kam mir letztens schon. Ich wusste nicht, was ich tun würde, wenn hier irgendwas platzt. Wahrscheinlich ertrinken. Einfach ertrinken. Einfach auf der Couch sitzen bleiben und zuschauen, wie das Wasser steigt. Notfallschlüssel? Ein Stück Nylonseil. Chat, ich habe. Man kann V-Sync nicht anmachen. Ich habe Tearing. Doch hier Anzeige. Es gibt nichts mehr zu tun. Abgeschlossen. Ja. Schlüssel rein, I guess. Tab. Geiler Schlüssel. Moment.
Ich mache noch ein bisschen Stimmungslicht anschalten. Glaube ich gar nicht. Crash imminent. Ja, RIP, I guess. Stimmung ist da. Paul says, lend a hand. Ist das ein Maskottchen geben? Nein, ne? Junge, ich habe nichts von Space gesehen, ich habe nichts von Maskottchen gesehen. Ich habe nur was von Zähnen gesehen. Don't be daft. Giddy up, Galaxy. Giddy. Don't be daft. Was heißt daft, Chat? Rise and shine. Earth sign. Sorry, Chat. Dass ich wieder in ein Menü gehe. Aber es muss schallern. Ja, was ist das für ein riesiges, was für ein übelst langer Weg in so einem Space Shuttle oder so. Polle sagt mir zu viel. Und dann eine Sackgasse. Das ist ein Maskottchen-Game? Der hat einen freshen Iro. Oh, jetzt geht's. Moin! Okay, der hat ein paar Arme mehr bekommen. Eine rote Tür. Die Poster! So, er steht hinter mir. Zwei Monate nach dem Unfall. Jeder andere würde dasselbe tun. Niemand fasst die verdammte Fracht an. Der Frachtraum ist aus gutem Grund geschlossen. Nur eins ist schlimmer, als langsam zu verrecken. Nicht bezahlt werden. Aber vielleicht ist das etwas Nützliches. Ich glaube... Was denn? Hoffnung, Träume und Marzipan. Oh, Marzipan stark. Ha. Sie müssen nicht... Wenn wir dadurch überleben können, ist das es wert. Mann, die Chefs des Pony Express sind echt nicht locker drauf, was? Na los, ein kurzer Blick kann nicht schaden. Und wie genau gedenkt diese Therapiegruppe, da reinzukommen? Na, ich mach das, Chef. Sie haben den härtesten Schläger des regionalen Junior-Baseball-Teams vor sich. Ich habe mal ein Kind fast zu Tode geprügelt. Stark. Ich kann die Universal-Axt nehmen. Du wurdest schon als Vollidiot geboren. Das reicht, Swansea. Was ist Swansea einfach? Was ist das für ein scheiß Name? Es muss eine Möglichkeit geben, im Notfall hineinzukommen. Ich glaube, in den Sicherheitsprotokollen stand,
Es muss einen alternativen Zugangscode für die Türen geben. Aber er kann nur mit einem Codescanner sichtbar gemacht werden. Und der Captain hat Zugriff auf den Scanner. Ja klar, na dann los, frag ihn doch. Vielleicht singt er ihnen auch ein Lied vor. Wir brauchen ihn nicht, wenn wir den Scanner finden, den Code haben und den Frachtraum öffnen. Wie dem auch sei, ich bin jetzt der Captain. Ich werde schon eine Lösung finden. Genau. Ich finde den Codescanner. Okay. Und wir wollen jetzt hier entkommen, I guess. Der Buchstabensound, ja, sehr laut, ne? Ja, ich habe das Spiel gerade komplett aufgedreht. Also zählt das zur Dialoglautstärke? Weil die reden ja nicht. Ist das die Dialogstärke, Lautstärke, die Geräusche? Jo, was ist denn das hier? Das ist hier dieser Schaum aus Prey. Dem Horrorgame. Polle sagt, hilf mit. Teamwork ist das A und O, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Sieh nach, was sonst noch da ansteht. Beschwerden aus der Personalabteilung über mangelnde Teamarbeit können zu Kollektivstrafen führen. Polly says, the Pony Express don't hold space ready. Tupor. It's one of our fastest and safest ships. Ich hab kein Wort verstanden. Gaming. Was wird da gegamed? Happy Tree Friends. Gut, dass wir noch weitere medizinische Matratzen hatten. Der Boden ist gar nicht so schlecht. Hey, Schüsseldienst, was geht ab? Jetzt ist das Gleiche. Haben die hier Bierpong gespielt, aber mit Dosen? Hey, wieso ist überhaupt überall dieser Schaum? Ich bin gerade noch so verwirrt von dem Setting, ne? Table of Contents. Ingredients. Water, Gelatin, Sweetener, Toge, Cake, Drink, Meat Pie, Bread. Okay. Achso, hier. Was ist das schon? Rezept, Kuchen, Getränk, okay. Wasser, Gelatine. Ist das der Code, den ich in der Space Machine eingeben muss, damit er ausgespuckt wird? Wir haben so ein. In der Zukunft haben wir. Nur so jeder hat zu Hause so ein Automat stehen, wo du dann so einen Code eingibst und dann kommt der Essen raus. Also Zutaten. Und es wird direkt von deinem PayPal abgezogen. Okay, hier kann ich irgendwelche Dosen hinstellen, I guess. Wahrscheinlich muss ich dann hier kochen. Die Rezepte hinstellen und dann... Und dann geht's ab. Wasser in Pulverform, ja. Aber wie machst du dann das Wasser flüssig, wenn es in Pulverform ist? Oder ist es nur Wassergeschmack? Wassergeschmack in Pulverform. Und dann musst du es aber mit anderem Wasser zusammen kombinieren, was keinen Geschmack hat. Und dann hast du wieder Wasser mit Wassergeschmack. Ohne dieses Ding wären wir erledigt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal dankbar für den Fraß von Pony Express sein würde. Okay, so diese Pony-Maskottchen-Shit und so. Und was sie hier transportieren, ist dann wahrscheinlich alles mit Essen, I guess? Nanomaschinen, genau. Diese Maschinen war schon vor dem Unfall leer. Swansea hat dafür gesorgt. Kaffee. Was ist das für ein verfluchtes Mensch? Ärger dich nicht, Chat. Wieso ist da ein Feld mehr? Zwei Felder mehr. Ist nicht da, wo der Eingang reingeht, nur links und rechts nur ein Feld? Das ist ja illegal, das Mensch ärgert dich nicht. Was meinst du? Naja, unten, also da, wo, also die äußeren Ränder, da ist doch beim Mensch ärgert dich nicht nur drei Felder und nicht fünf. Ist das gerade so ein Mandela-Effekt? Mensch, ärger dich nicht. Da, sind drei Felder. Oh. Oh mein Gott. Das sind normalerweise drei Felder. Oh mein Gott, ich komme mit drei Bildschirmen nicht klar, Chat. Ich muss den wieder abschließen. Das meine ich.
das ändert alles. Ja, I mean, dadurch, dass unten jetzt 5 sind, ist natürlich die Ecke auch kleiner. Somit ist diese, das hier, also es sind im Grunde genauso viele Felder. Es ist genauso viele Felder quasi, weil dadurch ist ja dann das nicht mehr ganz so lang. Junge, was ist das denn für ein Mensch? Ärgert dich nicht? Mensch, ärgert dich nicht für 3 Spieler? Jo, für 5 Spieler, Abfahrt. 6 Spieler. Junge, 6 Spieler, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist dann, Mensch, bring dich nicht um oder so. Sieht so aus, als gibt es heute Abend wieder Suppe. Wollen wir Schere, Stein, Papier um die Nudeln mit Hühnchen spielen? Wie viel Essen haben wir noch? Ich schätze, es reicht vielleicht noch für 4 Monate. Also weniger als unser Luftvorrat. Aber wir könnten es schaffen. Theoretisch. Dann werden wir unsere Gürtel wohl bald enger schnallen müssen, wenn wir das schaffen wollen. Mann, meine Mutter wird mich vollstopfen, wenn ich zurückkomme. Ich werde aussehen wie Swansea. Dafür haben wir dann eine abgefahrene Geschichte zu erzählen. Vielleicht schreiben sie sogar Artikel über uns. Wir können sogar ins Fernsehen kommen. Und die Mädels werden auch beeindruckt sein. Yeah, auf jeden Fall. Das einzige Problem ist, dass wir bald kein Klopapier mehr haben. Das ist übel, Mann. Das erzählen wir dann besser nicht der Presse. Ja, man muss ja in solchen Settings nicht immer alles erzählen. Das ist genauso, wie wenn du jetzt irgendwie erzählst, yo, ich bin eine Woche lang in einem Bergspalt hängen geblieben oder so und musste das survivalen und so, aber ich hab's rausgeschafft. Dann will natürlich niemand in dieser Geschichte hören, dass du dich währenddessen mies eingeschissen hast und deine eigene Pisse gesoffen hast oder so. Das will ja keiner hören. Das ist ja widerlich. Sondern jeder will dann nur hören, was du für ein männlicher Mann bist, der diese extreme Situation überlebt hat. Deshalb auch hier, ne? So, imagine, du bist so ein krasser Typ, der so im Weltall geschafft hat, das zu überleben. Und dann kommst du raus, alle finden dich cool. Und dann sagst du, ja, wir haben Pisse getrunken und unsere Scheiße gefressen. Ja, schon direkt uncool geworden. Jegliches Interesse verloren. Launch Medical Cockpit Utility, okay. Aber ich habe es noch nicht ganz gerafft, wieso die jetzt hier eingesperrt sind. Okay, hier kommen wir dann später raus. Zugang für unbefugtes Personal streng verboten. Der Captain kann die Tür im Notfall mit seinem Codescanner entriegeln. Ach, das ist wegen dem Unfall. Achso, okay. Dann wahrscheinlich die Besatzung beim Unfall gestorben, I guess? Die wissen natürlich nicht, was los ist und denken, die sind eingesperrt. Dabei wurden die nicht ausgesperrt, sondern die anderen sind einfach tot. Okay, ist voll groß hier. Wollen Sie nicht herausfinden, wie wir unsere Fracht stehlen können? Was machen Sie hier draußen? Das geht Sie einen Scheißdreck an. Dank Curly geht mich jetzt alles etwas an. Ich will mich nicht ständig wiederholen müssen. Okay, schon gut. Capitano. Ich arbeite. Arbeiter können sich keine Untätigkeit leisten, auch nicht, wenn die Maschine ausfällt. Und bevor Sie fragen, ich mache gerade Pause. Keine Sorge, ich halte mich an die Pausenzeiten. Woran arbeiten Sie? Wie sieht es darin aus? Eine Wand aus festem Schaum. Ich versuche, sie genug zu beschädigen, um etwas Nützliches rauszuholen. Eines meiner Werkzeuge. Aber wenn ich nicht nur den Schaum, sondern auch die Dichtung erwische, ist es für uns alle aus. Ich lasse da drin niemanden rumfuschen. Auch nicht Daisuke? Er ist Praktikant. Er sollte Ihnen doch helfen. Glauben Sie, ich lasse den Tollpatsch hier rein, nachdem alles nach dem Unfall so zugerichtet wurde? Unsere Krankenschwester hat sich an der geöffneten Lüftungsklappe fast das Bein durchbohrt. Und das war vor dem Unfall. Ich habe sie gewarnt, aber ihr geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Dann gibt es noch Teenie, der nur mit seinem Schwanz denkt. Ja, genau wie meine nichtsnutzigen Kinder zu Hause. Also nein, ich lasse hier niemanden rumfuschen. Okay, Swansea. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ist das nicht die Besatzung oder nicht?
Ja, aber die sind ja irgendwie getrennt von den anderen. Es gibt ja irgendwie einen Captain, der diesen Schlüssel hat. Und von denen ist ja keiner der Captain. Der Typ, den wir spielen hier, der hat doch gesagt, er ist jetzt der Captain. Aber ich merke schon, ich darf über das Spiel nicht zu viel, ich darf nicht zu viel meine Gedanken hier preisgeben, weil gefühlt hat das jeder schon hier gespielt und beantwortet mir direkt alle meine Theorien, alle meine Gedanken, beantwortet er mir direkt. Ich darf nicht laut denken. Jeder ist hier schon einfach Profi dieses Games. Jeder hat schon 10 Runs geschaut. Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Ja, ohne Commentary jetzt. Ach, die Boomer haben es gespielt. Ach, deshalb kennt ihr das schon alle. Aber wieso habt ihr das dann alle gevotet, wenn ihr das schon alle kennt? Oh, hier ist der Cockpit vom Anfang. Nehme den Codescanner. Okay, wir haben ihn. Kann ich hier noch was klauen? Das Nylonseil ist hier. Ja, das kennen wir schon alles. Okay. Ich kenne es nicht und wollte Amanda. Amanda kriegst du. Aber nicht jetzt. Amanda hat bestimmt auch schon jeder gesehen. Mann, ey, ich habe so viel verpasst, ne? Dadurch, dass ich jetzt irgendwie mehrere Wochen nicht mehr regelmäßig gestreamt habe, hat jeder schon irgendwo die Horror Games Wonders schon gesehen. Jeder kennt schon alles. Ich bin jetzt hier der Langweiler, der alles nur nachspielt. Swansea hat seit dem Unfall niemanden in den Versorgungsraum gelassen. Angeblich ist dort alles voller Schaum. Ja, alles Fremdgeher hier. Okay, die ist eine Woche nicht mehr online. So, jetzt gucke ich mir den ganzen Horrorshit, den er immer streamt, woanders an. Die kleinen Verräter. Der lässt mich nicht an den Codescanner. Ja, ich bin jetzt out. Unsere Krankenschwester sollte hier sein. Nicht einmal sie könnte mit ihrer Anwesenheit die Situation weiter verschlimmern. Was? Können Sie und diese Frau sich endlich darum kümmern? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe euch nicht verraten. Ich habe ja nicht währenddessen für andere Leute gestreamt oder alleine Horrorspiele gespielt. Wo ist das Girl? Ich laufe im Kreis. Ich blieb auch treu. Ja, aber du guckst doch generell keine anderen Streams. Einen Gang übersehen? Wie ist es überhaupt? Hörst du ihn stark oder ist es fein? Was? Wen? Tja, das Mädchen ist verschwunden. Isolierschaum, der automatisch freigesetzt wurde, als der Rumpf des Schiffes durchbrochen wurde. Er hat die... Ah, okay, das ist ja smart. Und so ums... Ach so, also quasi da, wo was kaputt gegangen ist, da kommt dann automatisch direkt so Schaum raus, um das direkt abzudecken, dass die halt nicht alle verrecken. Hat dich Swansea während des gesamten Praktikums so behandelt? So ist er nun mal, Mann. Er wollte nicht, dass ihm so ein Trottel wie ich ein ganzes Jahr lang hinterherläuft. So stellt man sich ein Praktikum eigentlich nicht vor. Lass dich nicht zu sehr von ihm herumschubsen. Hunde, die bellen, beißen nicht.
Er ist vielleicht etwas griesgrämig, aber ein echtes Genie in Sachen Mechanik. Ich meinte nur, sie sind der Hammer. Da sieht man mal, was jahrelange Erfahrung ausmacht. Ich bin sicher, dass er das zu schätzen wusste. Können wir damit den Code an der Frachttür scannen? Wer hätte gedacht, dass wir so abgefahrene Geräte haben? Also ich bin technisch gesehen auch noch treu, weil ich halt einfach kaum mehr auf Twitch mittlerweile bin. Ah, hier ist sie. Ich habe sie gefunden. Tust du jetzt so, als hättest du ein richtiges Leben oder was, ne? Willst du jetzt hier angeben? Diese Lüftung ist schon seit Ewigkeit kaputt. Das sagt zumindest Swansea. Wahrscheinlich ist sie inzwischen völlig zerstört. Okay. Da ist der Captain. Ich hab ihn. Kein Signal mehr. Leider haben die Wiedergabelisten von Anya und Swansea den Unfall überstanden. Er bleibt einfach nicht mehr ruhig. Was ist mit den Schmerzmitteln? Er hat einfach so starke Schmerzen, ich kann den Lärm nicht ertragen. Sie haben doch die Krankenpflegerschule abgeschlossen, oder? Pony Express weiß, wie man Abkürzungen nimmt, wenn auch sonst nichts. Ach ja, und ich hatte gehofft, Sie könnten mir bei Captain Curly helfen? Richtig. Entschuldigung, mit Curlys Medikamenten. Man muss sich seinen Titel verdienen. Meinen Sie nicht auch Schwester Anya? Ja, vergessen Sie, dass ich gefragt habe. Ich kümmere mich darum. Okay. Dann muss ich ihm jetzt die Medikamente verabreichen. Und seinen Mund waschen. Chat, dem geht's gar nicht gut. Dem geht's gar nicht gut. Junge, da haben wir echt Glück gehabt bei dem Unfall, ne? Was hat der Pony mit ihm gemacht, Mann? Das ist alles, was wir noch haben. Halten Sie still, klar? Mir gefällt das genauso wenig wie Ihnen. Sie wissen ja, was man sagt. Schmerz ist ein Zeichen dafür, dass wir noch leben. Oh. Ich kann mir das nicht länger anhören. Entschuldigung, tut mir leid. Digga, gibt er ihm gerade eine Tablette oder steckt er seine Faust in seinen Mund? Beides. Boah, Chat, habt ihr Smile 2 schon gesehen? Da gab's eine Szene mit Hand in Mund. Die war stark, oder? Der Film war krass. Ja, der war echt cool. Jetzt finde ich die Sounds eklig. Bruder, Spoiler ist jetzt kein großer Spoiler. Das verrät ja nichts über den Film. Wenn ich dir sage, es gibt eine Handszene. Wir haben nicht mehr viele Schmerzmittel übrig. Aber sie wollen immer noch. Warum hat er das wohl getan? Ist das wichtig? Welche Antwort würde sie beruhigen? Ich möchte glauben, dass wir in unserem schlimmsten Moment nicht zu Monstern werden, Jim. Ich muss... Das gilt auch für ihn. Er hat versucht, uns alle mit dem Tod, mit in den Tod zu reißen, Anya. Meiner Meinung nach gibt es zwei Gründe, ihn noch am Leben zu erhalten. Das Wichtigste ist wohl, dass wir uns alle darauf geeinigt haben, aus dem einen oder anderen Grund. Mir ist immer noch übel. Ich brauche noch einen Moment. Ach, jetzt checke ich erst das Intro, Chat. Jetzt checke ich erst das Intro.
Wir waren ja am Anfang in diesem Cockpit und wir mussten ja irgendwie so und so viel Grad abweichen, um vom Kurs abzukommen, um damit wir nicht mit irgendeinem Stein kollidieren. Und dann habe ich ja auf diesen Lenkrad gedrückt und dann ist aber irgendwie das Schiff genau dann auf den Stein ausgerichtet gewesen. Und ich habe das in dem Moment so gegettet, dass wir versuchen auszuweichen, aber beim Ausweichen ist da halt auch ein Stein. Aber das ist jetzt wohl eher so gewesen, dass der Captain die absichtlich in den Stein reinrammen lassen hatte. Das habe ich gar nicht gecheckt. Bestimmt Lovecraft-Stein, ja. Die sind jetzt alle infiziert. Vielleicht beten die irgendwelche Tentakelmonster an. Was ist? Macht schon. Das geht auf Ihre Kappe. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich hiermit nichts zu tun habe. Was glauben Sie, was wir transportiert haben? Wenn es Ersatzteile sind, können ich und Swansea das Schiff reparieren und dann kommen wir weg hier. Stimmt, Swansea? Hör auf zu labern. Okay. Da es ja ein Horrorspiel ist, ne? Muss ja da wahrscheinlich irgendwie was richtig Beschissenes drin sein, was hier transportiert wird, was aber niemand wissen darf. Was könnte da drin sein, was zu einem Horror-Setting passen würde? Zu einem Weltall. Da sind ein selbst hergestelltes Fleisch. Also so Fleisch, so Fleischmasse, die man aber künstlich erstellt hat. Und diese Fleischmasse entwickelt jetzt irgendwie langsam ein Gewissen oder so. Was aber eigentlich nur zum Essen gedacht war oder so, entwickelt jetzt irgendwie ein Gewissen oder so und wird zu einem Monster. Tun wir das Richtige? Hoffentlich sind das Medikamente. Etwas zu essen oder Wasser. Digga, wie funktioniert der Codescanner? Nur für den Captain. Wird verwendet, um Zugangscode in der Tulpa zu erkennen. Hä? Ah. 4517. Okay, gut, es ist einfach nur ein sehr großes Lager. Da kann ja alles drin sein. 7 Tage vor dem Unfall. Okay, wieder in der Vergangenheit. Hören Sie überhaupt zu? Ja, verdammt, tut mir leid. Ich konnte wieder nicht schlafen. Aber ich habe den psychologischen Test bestanden. Naja, Sie haben die gleichen Antworten wie beim letzten Mal gegeben. Ich wünschte, Sie würden sich ein wenig mehr öffnen, Captain. Bei diesem Test geht es nicht nur um Sie. Solange ich in Ihren Augen flugtauglich bin, Anya. Ach, hören Sie auf. Das heißt wohl, ich habe nur noch einen Test durchzuführen. Jimmy? Er tut gerade so, als würde ich das aus Spaß machen. Und dann erscheinen in meinen Berichten Sätze wie: Der Anblick von Comicpferden hat mich sexuell erregt. Fühle ich. Ja, ich kann das für Sie übernehmen. Wirklich? Ich kenne ihn schon lange. Bei mir wird er keinen Blödsinn machen. Sie sind schließlich der Captain. Ich bin der Captain. Danke, eine Sorge weniger. Oh, bevor ich es vergesse, das hier soll ich Ihnen von Swansea geben. They can't expect me to perform miracles. Okay. Die können von mir keine Wunder erwarten. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber klingt nach Spaß. Viel Glück, Captain.
Sprich mit Jimmy und Swansea. Okay, Abfahrt. Ach, das wahrscheinlich ist einfach generell so ein Bildschirm, der hier Tag und Nacht simuliert für den Kranken, weil das vielleicht irgendwie besser hilft zu genesen. Ja, hier auch. Oder generell ist das überall so. Damit. Die Tür ist zu einem Schlaf. Okay. Momentan bin ich aber noch im Dienst. Damit man generell halt ein besseres Tag-Nacht-Gefühl hat, ne? Weil man ja an diesen Rhythmus gewöhnt ist. Dass man quasi trotzdem noch so irgendwie halbwegs seinen Rhythmus irgendwie hat, den man kennt, ne? Von seinem normalen Leben auf der Erde. Oh, so sieht Jimmy aus. Und Pony Express hat gesagt, dass sie keine Bordunterhaltungen anbieten. In diesem Raum scheint immer irgendwas kaputt zu sein. Das Alter der Tulpa macht sich langsam bemerkbar. Die Inspektion hat sie überstanden, oder? Sollte also kein Problem sein. Hm, und dann haben sie in letzter Sekunde der Zucker hergeschickt. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass wir zu fünft sind. Da hätte ich ein bisschen mehr Stunk machen sollen. Ja, so eine Illusion, dass man den Tag-Nacht-Rhythmus aufrechterhält. Hier sind diese Schlaf-Kryostase-Kapseln. Aber die haben nur vier, ja. Huch! Arbeitsunfall! Das war gefühlt ich, als ich die Tür eingebaut habe und den Bauschaum benutzt habe. So habe ich mich gefühlt, Junge. Ich sehe das Problem. Der Junge wurde nur hergeschickt, um mich zu ärgern. Von wegen Praktikant. Ich wollte nur die Lüftung reparieren. Warum wurde denn Notfallschaum ausgelöst? Weil du es einfach nicht kannst. Ich hätte mich darum gekümmert, aber nur sie haben Zugriff auf die Axt. Jede verdammte Lappalie muss von ihnen abgesagt werden. Abgesegnet, lol. Ich übernehme das. Halten Sie durch, Daisuke. Okay, und den Schaum kriegt man nur runtergeprügelt mit einer Axt. Wo ist die Axt? Swansea scheint Daisuke die Grundlagen beizubringen. Er muss noch viel lernen. Kryogenische Kapseln für den Notfall. Sie haben Reservestrom für ungefähr 20 Jahre. Ach du Scheiße. Erstmal 20 Jahre einschlafen dort. Wo kommt die Musik her? Aus dem Spiel. Diese losen Drähte sind an sich schon eine Gefahr. Vor allem, wenn der Zug in der Nähe ist. Ich glaube, ich hab's. Halten Sie durch. Ach, hier ist die Axt. Oder meinst du Musik, dass sie irgendwo hier im Radio steht? Ich denke mal, es einfach gehört zum Game. So ein bisschen die Stimmung gerade ein bisschen auflockert, weil hier lustiger Arbeitsunfall passiert ist. Das kann ich hier nicht verwenden. Autsch. Uff, hartnäckiges Zeug. Geht das nicht in deinen verdammten Schädel? Die Lüftung ist tabu. Da drin ist alles zusammengekracht. Willst du aufgespießt, von Stromschlägen erwischt und gekocht werden? Ich weiß. Aber sie passen nicht rein, um sie zu reparieren, oder? Er hat ihn fett genannt. Also kann ich das übernehmen. Captain, geben Sie mir die Axt. Er will ihn umbringen. Das hätte die Kapseln beschädigen können. So etwas darf nie wieder vorkommen. Ja, schon verstanden.
Behalten Sie die Axt, bis Sie hier alles aufgeräumt haben, ja? Hm. Wieso wollte er sich und alle hier mit umbringen? Was zum Fick ist hier passiert? Ich nehme an, Anja hat sie als geistig gesund eingestuft. Nur ein bisschen exzentrisch, aber das hält mich auf Trab. Aber jetzt zu Ihrer Diagnose. Ich will alles über diese Comic-Pferde hören. Hatten Sie das schon immer oder ist das eine neue Schon gut. Halten Sie die Klappe. Gehen wir zum Cockpit. Bestimmt wegen Polle oder so. Ja, aber Chat hat ja schon gespoilert. Das ist kein Maskottchen-Game. Also muss ja der Typ irgendwie wegen was durchdrehen. Und dass er überall dieses Polle-Ding sieht, liegt wahrscheinlich daran, dass er generell durchdreht. Okay. Weil er irgendwie... Ist er ja auch, als ich gerade am Anfang gespielt habe, bin ich auch irgendwie durch die Gänge gelaufen. Die Gänge haben sich verändert. Plötzlich sind überall mehr Poster aufgetaucht. Und jetzt passiert hier sowas Ähnliches. Die Gänge haben sich verändert. Plötzlich ein neuer Gang oder so. Also wir spielen wohl einen Typen, diesen Curly, dem scheint es wohl irgendwie nicht so gut zu gehen. Vielleicht hat es auch irgendwas Außerirdisches zu tun und irgendwie mit dieses Raumschiff gerade irgendwie von irgendwelchen Alien-Parasiten oder so, die sie nicht sehen können, weil das halt irgendwelche krassen Wesen sind, die Menschen halt noch nie gesehen haben, die jetzt irgendwie in diesem Schiff drin sind oder so. Und die übernehmen Curly oder so. Und der dreht durch und sieht jetzt Dinge. Okay. Und Curly ist horny auf Pferde. Nee, Jimmy ist horny auf Pferde. Okay, Curly geht's gar nicht gut. Ein Tagtraum. Ui. Hey, Comic-Pferde, nicht Pferde. Okay, sorry. Er mag bestimmt diesen Pferde-Anime, der momentan so gehypt ist. Es gibt doch diesen einen Anime, wo so Pferdemädchen rennen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Seht ihr den großen Wagen? Ich höre was. Irgendwas kommt auf mich zu. Da! Emergency! Kommt auf mich zu! Ich habe eine Theorie. Der Captain will die gar nicht töten. Sondern die schlafen eigentlich in dieser Kryostase. Und irgendwie gibt es ein Problem, dass er die nicht aus der Kryostase rausholen kann oder so. Und er hofft, dass wenn er gegen diesen Stein kracht, irgendwie diese Kryostase-Geräte kaputt gehen und die endlich aufwachen können.
eigentlich sind die schon irgendwie voll vom Kurs abbekommen, sind irgendwie schon so seit 10 Jahren irgendwie schon am Wegtreiben oder so. Und er will die irgendwie aufwecken und retten und versucht irgendwie das Schiff so gegen den Stein zu ballern, sodass irgendwas kaputt geht und die aus der Kryostase aufwachen. Und die sind aber gerade irgendwie noch, eigentlich noch im Traum, am Schlafen. Irgend so eine Scheiße kommt da. Können Sie sich nicht irgendwie irgendwas aus den Fingern saugen? Diese Tests führen doch sowieso zu nichts, wenn wir zurück sind. Wir ziehen das durch. Können Sie Ihre Aufgabe als Co-Pilot immer effizient und vollständig erfüllen? Mal überlegen. Also ich habe nicht wirklich das Gefühl, der Captain wäre böse. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Aber er scheint wohl auch nicht unbedingt irgendwie, ne, er scheint ja wohl irgendwie auch psychisch irgendwie, ne, kaputt zu sein oder so. Er macht den Test nicht richtig. Er hat irgendwelche komischen Wahnvorstellungen hier. Irgendwas stimmt ja mit ihm nicht. Ich schreibe einfach gut. Das war alles, wir sind fertig. Und wie läuft das sonst so, nur unter uns? Ich kann nicht klagen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Ich hätte nie gedacht, dass Sie mal ein guter Frachtpilot werden. Auf der Erde waren Sie ein echtes Sorgenkind. Klar, ich höre immer nur, was für ein toller Befehlshaber Sie sind. Das geht mir ehrlich gesagt auf die Nerven. Also was ist los? Hm? Sie machen ein Gesicht, als würden Sie mit Zementblöcken an den Füßen am Rand einer Brücke stehen. Ich habe in letzter Zeit viel nachgedacht. Reicht mir das wirklich? Soll ich einfach hier bleiben, weil ich erfolgreich bin? Ein guter Captain eines Langstreckenfrachters. Was ist daran schlecht? Gar nichts. Aber es macht mir Angst. Ich denke mir, ist das alles? Werde ich nie mehr etwas anderes machen? Oder soll ich das Risiko eingehen, etwas Neues auszuprobieren? Selbst wenn ich schlecht darin bin. Ich verstehe, was Sie meinen. Sie sind die Leiter bis ganz nach oben geklettert. Und jetzt fragen Sie sich, ob Sie vielleicht auf der falschen Leiter sind. Auf jeden Fall ist es ein langer Weg nach unten. Während ich immer noch am Klettern bin. Chad, er ist gerade ganz tief gefallen und dann sind überall aus dem Boden kaputte Leitern rausgekommen. Oha. Oha. So ungefähr. Aber Sie wissen, dass ich an Sie glaube. Hier, auf der Erde. Egal wo. Ha. Das sollten Sie in den Bericht über den psychologischen Test schreiben. Nein, die hohen Tiere persönlich. Das ist dann wohl mein Stichwort. Bis später. Alles so metaphorisch, ja. Curly hat Existenzkrise, genau. Jetzt steht irgendwie ein Brief. Du musst deine ganze Fracht. Auf deinem Schiff ist irgendeine Fracht, die illegal ist. Und du musst dich leider opfern und die ganze Besatzung mit dir umbringen und die Fracht zerstören. Tu es für das Land. Und er so, mach ich nicht. Und dann macht er einen krassen Unfall, sodass die Regierung denkt, dass er eigentlich, dass das Schiff dass die auf dem Schiff alle tot sind und das Schiff ist kaputt. Aber die leben alle noch. So, das ist die nächste Theorie, die ich habe. Nach all denen und ich darf nicht mehr weiterlesen. Okay, ich darf gar nicht wissen, wie viel Zeit jetzt vor oder nach dem Unfall das hier ist. Mikaya, danke schön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Dragon Ball, Dragon Breath. Dragon Breath Mouthwash. Okay. Mouthwash ist eine Marke in dem Spiel. Also geht's nicht per se um Mundwaschen in dem Spiel. A business operating at a steady profit can give its workers security and employee benefits. Operating at a profit
a business can provide the employee with comfortable, colorful working conditions. High wages and steady employment. First aid and health protection. Accident and life insurance. Staplerfahrer Klaus, Junge, gleich sterben alle. Dass gerade Alex aus First Dates. So ist er auch gelaufen. Operating at a steady profit can give its workers security and employee benefits. Operating at a profit, a business can provide the employee with comfortable, colorful working conditions. High wages and steady employment. First aid and health protection. Accident and life insurance. Gibt es noch einen anderen Sender? Own his own home. Es gibt noch einen anderen Sender. Die Milchstraße. Ein riesiges, unendliches Universum von Milliarden von Sternen. Und irgendwo mittendrin unser Planet, die Erde. Here, in fact, is the answer to a dream as old as man himself. A giant of limitless power at man's command. And where was it science found that giant? In the atom. A particle so infinitely small that it takes over 100 billion atoms to make up the head of a pin. Just as other millions and quadrillions of atoms are the tiny building blocks which make up everything in the world. Ships and shoes and sealing wax. Und da haben die einen Riesen gefunden. Ein Riesenatom. Although no one has ever seen here, in fact, is the answer to a dream. Von mal echte Menschen? Was waren das, Schweine? Schweinerippchen? Okay. Hurry, step right up, folks. Here's the answer to your problems. Dr. Utopia's sensational new discovery. Ja, Bill, danke schön, 18 Monate. Okay. Shorter hours and security. Enormous profits, no strikes. Remember, you're the big boss. Government control, no worry about votes. Name your own salary. Bigger crop. Und alles nur, weil ich das trinke? Why, Ism even makes the weather perfect. Das klingt ja viel zu einfach. Ich würde direkt reinkippen. Scary, 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 scary skeleton. Jo, der Kick gerade. Okay. Spooky, scary skeletons. Okay, vielleicht war was hinter dem Fernseher.
Da? Nee. Habe ich ein Item? Leer. Oh, wir haben was Neues. Dragon Breath präsentiert. Ein revolutionäres neues Mundpflegeprodukt. Ein brandneue Formel, um Bakterien ohne schlechten Nachgeschmack abzutöten. Dragon Breath X Mundwasser feuerfrisch den ganzen Tag. Feuerfrisch also. 2 Monate nach dem Unfall. Okay, jetzt sind wir im Lager. Und das ganze Lager ist voll mit diesem Mundwasser. Na geil. Imagine, dass so ein riesigen Frachtraum mit tausenden von Kartons. Und du hoffst, dass da irgendwo was zu essen oder Medikamente sind, damit du vielleicht ein bisschen länger auf diesem dummen Scheißschiff überlebst. Und das sind einfach tausende von Kartons voll mit Mundwasser. Das ist... Mundwasser? Verdammt nochmal, unglaublich! Hier muss es haufenweise von dem Zeug geben. Dieser Raum scheint gar kein Ende zu nehmen. Und um das zu transportieren, brauchten sie 5 Leute, die 1 Jahr lang damit unterwegs waren? Und das alles für Mundwasser? Der Zuckergehalt hebt wahrscheinlich die Wirkung als Desinfektionsmittel auf. Perfekt, nicht mal das hilft es. Desinfektionsmittel? Wovon zum... Geben Sie mal her. 14% Ethanol? Aha, hä? Na, wenigstens werden wir gut riechen. Ganz genau, Kleiner. Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Aber was machen Sie da? Hören Sie auf damit. Er gönnt sich das. Oh, wow, oh Mann, ach, halten Sie die Klappe. Ich bin nur ein alter Knacker, der sich um seine Zahnhygiene kümmert. Habt ihr das gehört? So hört es sich an, wenn 15 Jahre Abstinenz wie eine Zyste verplatzen. Eine glorreiche, prächtige, feuerrotte Zyste. Endlich bin ich sie los. Und Prost! Auf, Captain Curly. Hört! Ich glaube, von dem Zeug könnte man sich wirklich heftig einen wegballern. Ja, und dabei draufgehen. Ich meine, Mundwasser darf man ja trinken. Weil das ist ja, was ist, wenn du halt den Mund spülst und dann verschluckst du aus Versehen ein bisschen was? Dann wirst du ja davon nicht direkt sterben. Das heißt, Mundwasser darf man ja an sich trinken, aber halt in Maßen. Nee? Ja, aber das ist ja in deinem Mund. Und imagine, du, keine Ahnung, du erschreckst dich, weil gerade irgendjemand reinkommt und du verschluckst dich aus Versehen daran. Dann kippst du ja nicht tot um. Das heißt, es ist ja schon ein Mittel, was du theoretisch runterschlucken darfst in Maßen. Hinten steht drauf, man darf, soll es nicht verschlucken. Ja, aber es kann ja passieren. Das kommt ja in deinen Mund. Das ist ja so nah am Verschlucken. Es kann ja, die werden ja kein Mittel verkaufen, woran du stirbst, wenn du es verschluckst, obwohl es eigentlich in deinen Mund muss. Aber er trinkt es ja. Ja, ein Schluck. Ein Schluck halt, ne? Das darf nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Jetzt können wir stilvoll abtreten. Okay, er will eh sterben. Was ist, wenn man das mit ein bisschen Wasser mischt? So ein bisschen verdünnt? Da ist Zucker, komm her! Hat dir schon mal jemand beigebracht, wie ein echter Kerl zu trinken? Stark. Ja, wenn wir jetzt so viel Mundwasser haben, was kann man damit machen? Eine Mundwassersuppe. Man könnte das verdünnen und daraus ein Mundwassergetränk machen. Man könnte damit sich waschen. Man könnte damit sich die Zähne putzen. Man könnte es... einfrieren und als Eis lecken. Man könnte es vielleicht kristallisieren, um es als
Bonbons zu lutschen? Also ganz so schlecht ist der Fang jetzt nicht. Da hätte jetzt auch, keine Ahnung, einfach der ganze Lager voll sein mit Socken. Was machst du mit Socken? Socken kannst du nicht essen, Socken kannst du nicht trinken, Socken kannst du nicht irgendwie weiterverarbeiten. Gibt Schlimmeres, oder? Ich muss es Ihnen sagen. Ah, wir haben jetzt den Brief gelesen, da. Nach all den Jahren einfach so? Ich darf den Brief nicht lesen. Nach all den Jahren einfach so? Er wurde gekündigt, vielleicht. Du könntest da drin baden. Tyler, du hast doch einen TikTok gemacht, dass man zum Thema in Alkohol baden. Wie schlimm ist es, in Mundwasser zu baden? Überraschung! Überraschung, Sie sollten mal Ihr Gesicht sehen. Ha, erwischt. Prost. Oh, wow. Was ist der Anlass? Also Mundspülung zerfetzt dir den Hals und die Magenschleimhäute. Also ich finde das sehr bedenklich, dass uns das verkauft wird und gesagt wird, wir sollen das in unseren Mund packen und damit den Mund spülen, wenn das den Hals und die Magenschleimhäute zerfetzt. Ich finde, das sollte illegal sein. Ich bin dafür, wir sollten ein Patent machen und Mundspülung verbieten. Wir haben eine Geburtstagsfeier pro Reise, oder? Also können wir sie feiern, wenn wir wollen. Pro Reise bekommt nur eine Person eine echte Geburtstagsüberraschung. Letztes Mal war Swansea dran. Wissen Sie noch? Wirklich nicht zu fassen, dass ich das verpasst habe. Sie waren der Nächste auf der Liste, also Glückwunsch. Ich sage es nur ungern, aber selbst bei Ihrer eigenen Geburtstagsfeier rufen Ihre Pflichten. Sie sind als Einziger berechtigt, den Kuchen zu backen. Das Rezept ist dort bei der Maschine an die Arbeit, Captain. Stimmt, wir sollten ungiftige Mundspülung erfinden. True. Mundspülung, die du auch saufen kannst. Wodka. Kannst du das Mundspülung benutzen und trinken. So. Restricted Item? Zucker oder so. So, hier ist das Kuchenrezept. Wir brauchen blau, gelb, lila. Mix. Kann ich das lesen? Ach, da. Step 1. Mix water and gelatini. Also wir müssen das Blaue und das Gelbe mixen mit Wasser. Danach haben wir daraus eine Kuchenbasis. Und die mixen wir mit Süßungsmittel. Und dann haben wir einen Celebration Cake. Was steht da unten? Nicht mehr als 2 Stücke konsumieren. Okay. Der Kuchen wird auch aus Mundspülung gemacht. Mundspülung gefährlicher als Alkohol, wirklich. Wo kriege ich denn den Spaß hier raus? Wo ist das denn alles gelagert? Könnte man eine extra Packung Süßstoff reinschmuggeln? War nur Spaß. Oder vielleicht doch? Nein, war wirklich nur Spaß. Es sei denn... Links ist Wasser. Ja, aber ich suche die Quelle von den Beuteln. Ist das nicht direkt hier in der Küche? Also man braucht ja diese Beutelchen. Ah, hier. Ah. Ach, das Blaue ist Wasser. Ah, lol. Ich dachte, ich nehme hier einfach ganz normal Wasser raus aus dem Bruder da. Nehmen Sie folgende Zutaten aus dem Lebensmittelspender. Zugriff nur für den Captain. Zum Entnehmen Codescanner verwenden. Zugriff unbefugte verboten. Süßstoff darf nur verwendet werden, um die Moral der Besetzung zu steigern. Bei unzureichenden Leistungen ist das okay. Wir haben irgendwo einen Automaten.
Dann brauchen wir noch das hier. Okay, Gelatine ist 4213. Angereichertes Geschmacksgel. Hergestellt von Küchenvirtuosen für ein optimales Mundgefühl. Vor dem Schlucken gut kauen. Enthält wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Biologischer Herkunft. Kill Raptor, dankeschön für 2 Monate. Und hey, Paul, was geht ab? Okay, 4213. 4213. 2341. 4213. Nicht jetzt. Ach, das ist nicht der Automat. Hä? Utility? Hey, bin ich dumm? Und hey, Refan. Hier ist auch definitiv nirgendwo ein Gerät. Oder muss ich hier durchblättern und auf der letzten Seite oder so ist dann... Nee. Ich muss es Ihnen sagen. Ist in der Küche? Hä? Hier ist es ja nicht. Hier kommen dann wahrscheinlich die Zutaten rein. Oh. Oh. Vier, zwei, drei, eins. War das nicht so? Also das andere war auf jeden Fall 2, 3, 4, 1. Ich dachte wirklich, das ist ein Plattenspieler. Ich habe da gar nicht so krass drauf geachtet, sondern einfach im Augenwinkel gesehen, ah, Plattenspieler, cool. 4, 2, 1, 3. So, dann... Packe ich jetzt hier Wasser und Gelatine rein. Dann haben wir den Bruder. Jetzt machen wir die Kuchenbasis rein und Süßstoff. Boah, kochen war noch nie leichter. In dem Fall backen. Boah! Das war die deutsche Nationalhymne. Sie müssen eine Rede halten. Da kann ich nicht widersprechen. Rede, Rede, Rede! Na los. Stimmt, funktioniert Thermomix so, genau so, Chat? Kann ich mir Thermomix so vorstellen? Ich habe noch nie einen Thermomix gesehen oder benutzt. Kann man das so vorstellen? Das ist ein sehr, sehr, sehr großer Raid. Die Crafted Tackler sind da. Was geht ab? Grüße! Hi! Dankeschön, Zombie, für den Raid. Vielen, vielen Dank. Halb Deutschland ist jetzt einfach hier im Stream, ja. Alle sind perfekt. Das stimmt eigentlich. Wir feiern gerade Geburtstag und alle kommen direkt rein. wir spielen Mouthwashing. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Chat meinte, die Boom haben es gespielt. Ich weiß nicht, ob Zombie dabei war. Also gut möglich, dass ihr es schon gesehen habt. Ist ein Horrorspiel. Irgendwie im Space. Und wir feiern gerade Geburtstag im Space. Heute entspannt, aber ein paar kleine Games. Ah, kein Craft Attack heute. Ich wurde nicht zu Craft Attack eingeladen. Kedos ist dabei, Zombie ist dabei und beide haben mich nicht eingeladen. Voll gemein, ey. Was ist los?
Das ist alles, was im Bericht vom Management stand. Wir werden den Gehaltscheck für diese Lieferung bekommen. Mehr weiß ich nicht. Pony Express ist wohl am Ende. Was für ein Witz. Und wir sind die Pointe? Ich habe keinerlei Ersparnisse. Das können Sie doch nicht machen, oder? Pony Express war eines der letzten Unternehmen mit bemannten Frachtern. Das hat sich schon lange abgezeichnet. Wann haben Sie es Ihnen gesagt? Anfang dieser Woche. Ich sollte warten, bis wir näher an unserem Ziel sind. Oh, Chad! Er macht extra einen Unfall, damit das so ein Arbeitsunfall-Ding ist. Und dann kriegen die alle Geld von der Firma. Schadensersatz. Weil der Unfall ist passiert wegen Defekt des Schiffes. Und deshalb hat er diesen Unfall gebaut. Er hat diesen Unfall gebaut und das irgendwie so konstruiert, damit das so aussieht, als wäre das ein Unfall aufgrund eines Defekts des Raumschiffs. Hat sich dabei geopfert für seine Crew, damit die Crew jetzt irgendwie so einen Schadensersatz bekommt. Dass sie die mies verklagen können und die Rest ihres Lebens genug Geld haben. Aber wurde am Anfang nicht gesagt, dass die deswegen Paycut bekommen? Haben sie das? Ich sollte warten, bis wir näher an unserem Ziel sind. Aber so etwas kann ich ihnen nicht verheimlichen. Dann haben sie jetzt, was sie wollten. Sogar ohne die Schuldgefühle. Jason, dankeschön, Mann, für den Gifted Sub und Zombie. Jim, wenn ich das gewusst hätte, und ich kann zurück zu meinem Leben als, wie haben Sie es ausgedrückt, Sorgenkind? Anja hat es nie auf medizinische Hochschulen geschafft, weil sie, machen wir uns nichts vor, um wie viele Jahre kann Swansea noch arbeiten? Um der Suke müssen wir uns keine Sorgen machen. Mami und Papi kümmern sich um ihn. Wenigstens etwas. Aber Sie? Sie haben schon was Größeres und Besseres im Sinn, stimmt's? Ich will einfach nur ein Leben, vor dem ich nicht davonlaufen muss. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Wir sind es, von denen sie weg davonlaufen. Jetzt, wo ihre Stiefel sauber sind, wollen sie den Dreck hinter sich lassen. So war das nicht gemeint. Es war genauso gemeint. Sie konnten es einfach nicht so hinbiegen, dass sie als großer Held dastehen. Die Besatzung im Stich lassen und trotzdem der Vorzeigekapitän bleiben. Unglaublich. Was soll ich jetzt machen? Essen wir den verdammten Kuchen. Auf unsere letzte Fahrt mit der Tulpa. Auf den Captain und seine glorreiche Zukunft. Ja, ist jetzt eine ziemlich beschissene Geburtstagsparty. So, aber wie die alle mad jetzt sind auf den Chef, so, er kann ja auch nichts dafür, dass die jetzt alle gefeuert werden. Der Wipe ist gekillt. Aber Daisuke geht's gut. Er hat reiche Eltern. Junge, ist das ein Messer oder ist das eine riesige Schere vom Scissor Man aus Clock Tower, Alter? Achso, okay, das sah auf dem Tisch aus wie eine riesige Schere. Und dieser ganze Kuchen ist hergestellt eigentlich aus Mundwasser. Scheiße, Spiel hängen geblieben, PC abgestürzt, verdammt. 3 Monate nach dem Unfall. Langsam wird das Essen knapp. Ja, guck mal, die haben die Automaten komplett leer gemacht. Die haben kein Essen mehr. Und Swansea hat sich komplett besoffen mit Mundwasser. Ach du Scheiße. Wie geht's Daisuke? Er schläft noch. Irgendeinen Streit oder so zu hören. Seine Magenschleimhäute! Nicht die Magenschleimhäute! Nein!
Ja, aber er hat einen sehr frischen Atem jetzt, das stimmt wohl. Junge, das ist echt viel Mundwasser. Kann doch nicht sein, dass das alles nur Mundwasser ist. Da muss doch irgendwo ein Karton sein, wo nicht Mundwasser ist. Da muss doch mindestens irgendwo ein einzelner Karton sein, wo kein Mundwasser ist. Das kann doch nicht alles Mundwasser sein. Irgendwo ganz hinten im Regal oder so. Ja, irgendwo ist da noch eine Kuh drin. Dem geht's gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob er seine Medikamente schon bekommen hat. Sobald keine mehr da sind, haben wir nichts mehr, um ihn ruhig zu stellen. Ja, muss er jetzt nicht langsam, ist jetzt schon ein Monat vergangen, muss er nicht langsam irgendwie menschliche Regeneration eintreten? Müsste er da nicht langsam irgendwie sich eine Kruste bilden? Okay. Okay, wir können ihm noch nichts geben. Wir müssen erst Anja finden und fragen. Boah, bei so viel Verletzungen, ne? Dann ist einfach dein ganzer Körper eine Kruste. Das ist ziemlich widerlich. Der Gedanke, dass dein ganzer Körper verkrustet ist, ist irgendwie ziemlich widerlich. Ich mag diesen Gedanken nicht. Kann sein, dass die, saufen die alle hier schon das Mundwasser? Da ist Zucker. Das ist schon sehr unangenehm, ja. Ja, müsst ihr nicht langsam auch Bein und Arm nachwachsen? Weird, ne? Viel zum Abkratzen, hör auf. Hör noch damit auf, bitte. Ein lebender Chicken Nugget, ihr seid so widerlich. Ihr seid so ekelhaft. Ich esse gerade! Er hat eine Axt. Guck mal, er lebt noch! Er hat jetzt einen Monat lang sich komplett besoffen mit Mundwasser. Lebt noch. Seht ihr, Chat? Mundwasser ist gar nicht so gefährlich. Da wird kein Schleimhaut weggeätzt oder so. Also, ab ins Badezimmer, holt euch eure Flasche Mundwasser und Abfahrt. Nein, bitte tut es nicht. Nein, schon verstanden. Wenn es so sein soll. Hm. Oh, Sie sind's. Jimmy, können Sie auch nicht schlafen? Es ist Nacht. Was haben Sie so spät noch zu besprechen? Anja, weinen Sie? Nein, alles gut. Wir müssen uns alle zusammenreißen. Oh, ich kann mich sehr gut zusammenreißen. Keine Sorge, Captain. Er macht schon wieder Geräusche. Haben Sie ihm seine Medikamente gegeben, Anja? Oh nein, das muss ich wohl vergessen haben. Tut mir leid, ich kümmere mich darum. Nein, das müssen Sie nicht. Ich sagte, ich kümmere mich darum. Ja, wofür brauchst du Schleim heute, wenn du so viel Mundwasser hast? Hey, Streuselchen. Was kann Anja eigentlich? Ja, sie ist nicht unbedingt eine gute Ärztin. Deshalb ist sie ja hier. Ich habe ja gerade gesagt, von wegen, na, die ist ziemlich scheiße in dem, was sie macht. Und auf der Erde zurück zu Hause würde sie wahrscheinlich keinen Job bekommen. Sein Mund ist geschlossen. Kommen Sie schon, hören Sie auf mit dem Lärm. Verdammt, ich weiß, was alle denken, wie Sie mich ansehen. Was soll ich denn sagen? Und was würden Sie tun? Verdammt, hier sind wir nun und ich bin am Steuer. Vielen Dank auch. Mund auf. Ich hoffe, die verdammten Dinger helfen Ihnen. Habe ich diesen komischen 10 Minuten Follower-Mode an? Oh nein. Ah.
Oh, ich habe mich gemutet. Wahrscheinlich haben wir diesen Follower-Mode angemacht wegen irgendeinem Bot-Angriff und dann vergessen, wieder auszumachen. Oh Mann. Ja, ich habe ihn wieder ausgemacht. Vor allem, Lufiara, du hast gestern noch geraidet und hast irgendwie noch sowas geschrieben wie, wieso sagt keiner von meinen Leuten Hallo? Oder so, glaube ich, hast du geschrieben, ne? Autsch. Autsch. Ja, ich wusste es nicht. Sorry, Mann. Das ist jetzt unangenehm, ja. Vor ein paar Wochen hat auch Holly hier reingeradet. Hat auch keiner geschrieben. Ich dachte, die hassen mich alle. Ich habe einen scheiß Follower-Mode drin. Stark. Upsi-dupsi. Ja, Chat auf Gatekeepen. Okay, Curly ist der Einzige, der zweimal Geburtstag feiern darf. Wir sollten auch etwas davon trinken. Chat, das war Deschke. Das war verdammt nochmal Deschke. Er ist schuld. Deschke hat diesen Follower-Mode angemacht, weil ich mal irgendwie gebottet wurde. Und dann ist er abgehauen. Ist abgehauen in sein komisches Bücherleben da, hat uns alle hier alleine gelassen und hat dabei aber nicht den Follower-Mode wieder ausgemacht. Ja, er macht Follower-Mode an und verlässt das Internet. Miese Sau. Warum? Es ist bestenfalls Mittelmaß, offensichtlich. Manchmal bekommt man nur das minderwertige Zeug. Und dadurch wird das wirklich gute Zeug, naja, gut, oder? Wen kümmert's? Hey, wir wollten alle hier raus. Hat bei keinem von uns funktioniert. Ich habe oft gedacht, fühlt sich so Frieden an? Und es ist gut genug. Ehrlich gesagt ist das nicht gerade das Beste. Ich kann nur versuchen, mir ein Leben aufzubauen, vor dem ich nicht ständig davonlaufen muss. Manchmal werde ich befördert, kaufe ein Haus, verliebe mich. Und manchmal esse ich einfach nur einen verdammten schlechten Kuchen mit meinen Freunden. Im Moment klingt das ziemlich fantastisch, oder? Also, wenn Sie so nett wären, klar. Na gut, ich suche mal ein Messer. Sind das alles leere? Das sind alles leere Flaschen, ne? Wie viel Zeit ist vergangen, dass die so viel von diesen Flaschen gesoffen haben? Ich meine, Chat, ein Teil der Flüssigkeit ist ja auch Wasser. Und Wasser ist gesund. Also so komplett ganz giftig kann Mundwasser gar nicht sein. Ja, 50% Mund, 50% Wasser. Und die haben halt nichts mehr zu trinken, ne? Ab einem Punkt haben die dann alle angefangen, das Zeug zu saufen, weil die halt nichts mehr zu trinken haben. Und irgendwie müssen die überleben. Aber dass sie so viel gesoffen haben und dabei nicht gestorben sind, das ist crazy. Ich glaube, das ist kein Mundwasser-Chat. Das wird der Plot-Twist sein. Das ist irgend so ein illegaler Schmuggel hier. Irgend so ein Schmuggelhandel. Gedöns. Und das wird versteckt so in Mundwasserflaschen.
So, dass alle denken, das ist nur Mundwasser. Dabei ist da aber was anderes drin. Deshalb sterben die auch nicht. Okay, wieso ist da Blut? Ja, dann gehen wir, I guess, den Kuchen mit einer Axt teilen. Ist auch ein Vibe. Jetzt hat Jimmy auch diese komische... Okay. Jetzt hat Jimmy auch komische Wahnvorstellungen und seine Gänge sind plötzlich auch irgendwie länger als gewöhnlich. Dann ist es ja doch nicht so schlimm. Ich meine, wenn sie so viel trinken, ist alles okay, oder? Ich meine... Wir wissen nicht, was da drin ist, wenn das jetzt wirklich irgendwie so ein Schmuggelgeschäft hier ist. Was ist das denn? Kann sein, dass da was drin ist, was gar nicht so schlimm ist. Ist das jetzt mein Kuchen? Vier Monate nach dem Unfall. Ist das ein Fetisch? Ich meine, es gibt ja so in Filmen, ist das so ja so oft irgendwie so, dass irgendwie so reiche Leute so nackte Menschen auf dem Tablett haben, die sich dann nicht so bewegen, aber die haben dann halt so, die sind quasi so angerichtet auf dem Tablett. Um sie herum ist so Essen und so, auf denen drauf liegt so Essen. Ich weiß nicht, wieso reiche Leute das machen. Vielleicht ist das irgendein Fetisch. Oh, wie viel hast du getrunken? Die bringen dich noch um, bevor mich etwas anderes umbringt? Ich weiß. Meine Mutter hat dieses Praktikum für mich gefunden. Hör auf zu faulenzen, hat sie gesagt. Ich weiß nicht. Ich wusste einfach nie, was ich werden sollte. Ich konnte ja nichts. Was für ein Reinfall. Wir sind euch verloren, Daisuke. Ich hoffe nur... dass sie sich keine Vorwürfe macht. Bitte, nehmen Sie das. Ich will das Zeug nicht mehr sehen. Mann, Chat! Jetzt fühle ich mich voll unwohl. Wie lange hatte ich diesen Follower-Mode an? Wie viele Monate? Unangenehm das ist. Aber ist Follower-Mode nicht relativ normal? Ich finde Follower-Mode richtig scheiße. Vor allem, es ist ja nicht nur ein Follower-Mode. Sondern es ist ja, du musst 10 Minuten lang folgen, bevor du schreiben kannst. So war das ja eingestellt, nicht ja nur einfach eine Follower-Mode. Das ist weird. Ja, wie gesagt, das haben wir mal angemacht wegen einem Bot-Angriff. Als hier so ganz viele Bot-Nachrichten reingespammt wurden. Ich finde Follower nicht richtig scheiße. Ich meine nur das System, dass man Leute dazu zwingt zu followen, damit sie chatten, ist so dämlich. Vor allem, wenn sie dann noch 10 Minuten warten müssen nach dem Follow. Wer macht das? Wer weiß, wie lange ich das anhabe? Wie viele Leute hier random reingekommen sind? Sei es durch ein Raid, sei es durch die Startseite und dachten sich,
Was für eine dumme Scheiße ist das hier? Wieso darf ich hier nicht schreiben? Stay macht das. Digga, Stay hat 50.000 Zuschauer. Er liest doch nicht mal Chat. Ihn juckt das doch nicht mal. Das ist voll unangenehm. Und das ist mir schon mal vor ein paar Jahren passiert. Genau das Gleiche, Mann. Anja. Oh! Oh, Sie haben mich erschreckt. Entschuldigen Sie. Schon gut. Überlegen Sie auch zu trinken? Um ehrlich zu sein, ja. Wahrscheinlich würde mir davon nur übel werden. Es würde nichts besser machen. So sehr ich es auch mir wünsche. Klar. Hey, ich dachte mir, wussten Sie, dass nicht alle Medikamente an Bord in meinem Büro sind? Wir haben auch welche in einem Schließfach auf dem Gang. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Alles war voller Schaum. Ich dachte nicht, dass man rankommen würde. Aber ich habe die Ausbreitung des Schaums abgeschätzt. Ich glaube, das Schließfach mit den Medikamenten ist nicht allzu weit dahinter. Wir können also versuchen, den Schaum zu durchbrechen. Ein Schlag zu viel auf die falsche Stelle und wir werden alle ins All gesaugt. Ich finde, das Risiko ist es wert. Zumindest ist es ein guter Vorwand, damit Swansea die Axt rausrückt. Ja, wir sind tot, Chat. Wir sind tot. Der ist komplett drauf. Der ist komplett drauf. Oh! Unser Poller ist tot! Wie war das, ne? Ich hab dich nicht richtig verstanden, Kumpel. Ich glaube, Swansea hat ein bisschen rumgewütet mit der Axt. Ist das ein fucking Alien im Bikini? Jimbo! El Capitano, der Mann mit dem Plan! Sind Sie fertig? Ich brauche das mal. Dieses alte Ding? Das hat mir unser ehemaliger, unglückseliger Anführer anvertraut. Große Verantwortung. Aber das wissen Sie alle schon, oder? Ich versuche, an mehr Schmerzmittel zu gelangen. Ich will mich nützlich machen, wissen Sie? Oh, ich weiß Bescheid. Sie wollen die Party vorzeitig beenden. Ich versuche, uns zu retten. Auf eigene Faust, was? Nur zu. So ist der Bildschirm kaputt gegangen. War das nicht bei diesem Film mit William Dafoe und Robert Pattinson so ähnlich? Die waren noch in diesem Leuchtturm und haben die ganze Zeit ein Zeug gesoffen. Weil sie kein Wasser mehr hatten. Oder hatten sie Wasser? Da war das doch auch so, ne? Swansea ist mir hart unsympathisch irgendwie. Er ist gerade nur am Feiern. Er ist gerade einfach nur am Feiern. Er ist besoffen und feiert. Gute Stimmung. Ich spüre förmlich, wie das Schiff wieder durchs All ruckelt und zuckelt. Ja, zurück in die Zukunft. Die hatten Wasser, aber haben sich nur Fun besoffen. Ah, okay, ich dachte irgendwie, dass sie sich dann mit dem Zeug auch nur voll gesoffen haben, weil sie nichts anderes hatten. Dann habe ich den Film falsch in Erinnerung. Ich spüre förmlich, wie das Schiff wieder durchs All ruckelt und zuckelt. Okay, zurück in die Zukunft. Abfahrt. Ich mache 100% Run. Aber wo? Sagst du mir wo? Sehen Sie den Schaum auf dem Gang zum Behandlungsraum? Man kann das Schließfach dahinter fast sehen. Okay.
Das da vielleicht, ne? Ist aber auch mutig. Ich brauche die Axt noch weiter. Ist aber auch echt mutig, den Schaum, der uns eigentlich das Leben rettet, versuchen wegzuhauen. Nico hat den Follower-Mod vor 2 Monaten angemacht. Wir hatten den Follower-Mod für 2 Monate. Nico, der Verräter. Isopropyl. Und das andere war Schmerzmittel. Wow, Jim. Sie haben es geschafft. Ja, es war einfacher, als ich gedacht habe. Dachte, es ist das fantastisch. Aber hallo. Ich frage nur ungern, aber können Sie Curly wieder ein Schmerzmittel geben? Mir wird immer noch ganz schlecht davon. Ihnen fehlt der nötige Ernst. Hören Sie zu. Bis jetzt habe ich Ihre Gefühlsduselei hingenommen. Aber ich versuche, die Dinge in Ordnung zu bringen, Anja. Ich bringe uns hier durch. Erst heißt es, finden Sie den Codescanner. Dann finden Sie den Code für die Tür raus. Holen Sie die Axt. Zerhacken Sie den Schaum, aber bloß nicht zu viel. Und da, am allerbesten geben Sie Curly seine verdammten Medikamente. Aber ich halte das aus. Ich muss es aushalten. Weil der Captain auf diesem verdammten Schiff eben Verantwortung übernehmen muss. Da steht irgendwas mit kümmern, oder? Kümmer. Tut mir leid. Ich wollte nicht. Sorgen Sie dafür, dass Daisuke nicht an seiner eigenen Kotze erstickt. Nein, ich kann. Ich kümmere mich darum, Anja. So wie immer. Alle unfähig auf diesem Drecksschiff. Ja, irgendwas mit kümmer dich. Irgendwas mit kümmern. Ne? So, Schlucki. Ich glaube, ich habe den Druck unterschätzt, der auf ihnen lastet. Scheiße, und sie wollten es mir erklären. Unsere schlimmsten Momente machen uns nicht zu Monstern, oder? Sie waren ein guter Captain Curly. Und sie werden es wieder einer sein. Ich bringe uns beide hier durch. Übernimm Verantwortung gelesen. Aber ballern die ihm auch Mundwasser rein, damit er überlebt? Irgendwas muss er ja auch trinken. Jo, ciao, Nusila. Gute Nacht. Sechs Stunden bis zur Abrechnung. Jimmy, verschwinden Sie von hier! Wohin soll ich verschwinden, Alter? Rein in den Spind! Sie können sich nicht verstecken! Was ist das denn? Meine Hand gehört nicht auf zu zittern, was? Was ist das? Für den Notstrom. Ich hacke sie in 20 Stücke. Ich kann das hier nicht verwenden. Hier muss ich es verwenden. Hier kommt Johnny. Okay. 2 Tage vor dem Unfall. Alles in Ordnung? Ja, ich kann nicht schlafen. Guck mal, aber sogar 2 Tage noch vor dem Unfall schien er noch bei Sinn zu sein.
Das kenne ich. Ich wälze mich auch die ganze Zeit herum. Oder ich starre die ganze Nacht an die Decke. Irgendwie gefällt mir das Fensterbild für die Nacht. Ob sie es glauben oder nicht. Also gehe ich es mir manchmal ansehen. Wenn man ganz genau hinsieht, kann man rechts oben einen Pixelfehler erkennen. Tatsächlich? Ich sehe nichts. Ich habe ihn ständig im Hinterkopf. Jetzt werde ich wahrscheinlich wie verrückt danach suchen. Danke. Aber ich glaube nicht, dass er die Illusion ruiniert. Alles ist so friedlich. Vielleicht bin ich einfach nur daran gewöhnt, das große Ganze zu sehen. Wie viele Tage haben wir noch? Mal sehen, wenn ich so überschlage, ungefähr 237 Tage. Das sind knappe 8 Monate. Hey, warum hat Pony Express ein Schloss am Behandlungsraum angebracht und an den Schlafquartieren nicht? Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem sie ein Schloss am Cockpit angebracht haben. Sicherheit. Sieht aus wie Attack on Titan. Was sieht aus wie Attack on Titan? If you lose it all, slip and fall. Jimmy, Hilfe! Jimmy, das ist Notfall! Beruhig dich, was ist los? Anya sitzt im Behandlungsraum fest, die Tür geht nicht auf. Was ist, wenn ihr irgendwas ausgeht? Also gut, sehen wir mal nach. Du hast recht, Herr Zucker, die Tür ist zu. Anya, ich habe Jimmy mitgebracht. Wir sind hier, um sie zu retten. Keine Sorge, keine Panik. Okay, ja, ich bin der Captain, ich übernehme Verantwortung und ich mache das meiste hier in einem Laden, aber wie kriege ich die Tür auf? Axt, es ist immer die Axt, ne? Anya, ich habe Jimmy mitgebracht. Okay, der beruhigt sich. Es ist die Axt. Game of Swans, Swansea suchen. Kommt er mit? Er kommt mit. Aber er läuft nur, wenn man nicht hinschaut. Er ist einfach eine Mannequin. Ich muss jetzt nicht dorthin. Das ist ein fucking Mannequin einfach. Haben wir Dynamitstangen vielleicht? Damit können wir es auch versuchen aufzumachen. Die ganzen leeren Dosen, Junge. Hätten wir das nicht irgendwie schön machen können? Die Dosen stapeln können? Auch schon leer. Junge, unser Captain frisst aber auch die Medikamente wie Nuggies weg, ne? Kann ich irgendwie mit Anya reden? Hey, ich habe gehört, das Schloss ist kaputt. Hey, Anya, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie, Jimmy. Unsere restlichen Medikamente sind auch da drin. Verdammt, das könnte übel enden. Haben Sie wirklich alles versucht? Liegen irgendwelche Schraubenschlüssel rum? Wie schwer ist der Verbandskasten? Anya, klemmt die Tür. Nein. Was soll das heißen? Hören Sie, wir sind alle angespannt. Aber Sie dürfen nicht wegen jeder Kleinigkeit einen Nervenzusammenbruch haben. Machen Sie die verdammte Tür auf. Sie hatten recht. Sie hatten die ganze Zeit recht. Ich hätte das von Anfang an tun sollen. Ich habe immer geglaubt, dass unsere schlimmsten Momente uns nicht definieren, uns nicht ruinieren.
Glauben Sie etwa, ich wollte das? Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist nicht mein schlimmster Moment. Bei weitem nicht. Es ist der beste Moment, den ich je haben werde. Machen Sie die Tür auf. Ich kümmere mich darum. Anja, was heißt das? Curly ist mit ihr da drin, oder? Ja, Sie glauben doch nicht. Der Suke. Niemand kennt das Innere des Schiffes besser als du und Swansea. Gibt es überhaupt keinen anderen Weg in den Bandungs... Doch, da war der Lüftungsschacht. Bu-bu-bu-bu! Der nicht mehr benutzt wird. Bringt sie sich jetzt um? Ich denke, sie will Curly umbringen. Weil sie ist ja... Sie findet das super ekelhaft. Sie will sich nicht um ihn kümmern. Und jetzt will sie sich um ihn kümmern, indem sie ihn umbringt. Naja. Swansea hat gesagt, das Betreten ist streng verboten. Also so richtig super streng verboten. Der Versorgungsraum. Die kaputte Lüftung dort führt in den Behandlungsraum. Theoretisch würde ein Mensch auf jeden Fall durchpassen. Wenn es nicht anders geht, machen wir es so. Hören Sie an, ja. Na schön, komm, der Zucker. Ich meine, ist das, was Curly da macht, überhaupt noch Leben? Ich weiß ja nicht. Vielleicht tut sie ihm sogar einen Gefallen. Swansea, wir brauchen Ihre Hilfe. Ich weiß, der Versorgungsraum ist gefährlich, aber ich... Lass es einfach gut sein. Da kommt niemand rein. Zutritt strengstens verboten. Hören Sie zu, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt... Jimbo, es wäre nicht klug, Sie in diesem Schaum rumfuschen zu lassen. Sie würden nur ein Loch ins Schiff reißen. Da kann man nichts machen. Pech gehabt. Aber Swansea, wir haben ein echtes Problem. Hören Sie doch zu. Ich schätze, wir sind Gottes Lieblinge auf diesem Planeten. Das heißt, wir dürfen ihm einen Namen geben. Wie wäre es mit Grabstein? Okay. Was woanders passiert, ist nicht mein Problem. Ich bin der glücklichste Mensch, den der Grabstein je gesehen hat. Gehen wir einfach, Daisuke. Es hat keinen Sinn, mit ihm zu reden. Okay. Nicht bewegen. Stopp, stopp, stopp. Ich kann das in Ordnung bringen. Warum sagen Sie das andauernd, verdammt nochmal? Hören Sie sich eigentlich selbst zu? Tut mir leid. Wir haben doch noch Desinfektionsmittel, oder? Also, wir haben auf jeden Fall ganz viel Mundwasser. Das aus dem zusätzlichen medizinischen Bedarf. Holen Sie es sofort. Der Cocktail. Wir, Sie. Der Cocktail? Was plappern Sie da? Das war Ihre Schuld. Sie hätten nie... Ich hatte keine Wahl. Sie... Ich geb's auf. Sie verdammter Idiot. Es muss noch was anderes geben. Hat er sich das Desinfektionsmittel reingedonnert? Der Swansea? Für einen Cocktail? Er hat sich einen Cocktail gemacht. Desinfektionsmittel mit Schuss Wundwasser. Mm-mm-mm. Jo! Was geht denn hier? Oh, AI Minecraft. Ach du Scheiße. Die haben es geschafft, durchzukommen. Ich suche hier. Tun Sie wenigstens so, als würden Sie sich nützlich machen. Verdammt. Gar kein Fan von diesem AI Minecraft. Ich habe nur ein paar Clips gesehen. Ich habe gar keine Ahnung, was das genau ist. Zumindest hat es auf die andere Seite geschafft. Wir können ihm noch helfen. Soll er oben schauen? Über ihm? Weil er nur nach unten schaut. Man sieht nicht mal, ob Curly da liegt, ne? Boah, jetzt so ein paar Curly Fries? Schon wieder hier. Habe ich mich gerade einfach gedreht? Bin ich dumm? Ich bin dumm. Curly Fries über normalen Pommes. Also Curly Fries sind oft sehr viel geiler als normale Pommes.
Aber wenn ich entscheiden könnte, dass eins davon niemals wieder existieren darf, dann würde ich die Curly Fries wegmachen. Wer ist hier gestorben? Ich kann es nicht lesen, was da steht. Ah, hier. Oh. Die haben nicht das ganze Zeug weggesoffen. Mann, ich kann nicht so schnell lesen. Okay. Geh weiter runter. Nee, ich gehe jetzt wieder komplett hoch. Und dann mache ich das Spiel aus. Hey, Nadi-chan. Ja, Chat, das passiert mit euch, wenn ihr ein bisschen Mundwasser sauft. Eine blinde Bestie, ziellos und rastlos. Vor ihr gibt es kein Entkommen. Oh, jetzt kommt Gegner. Jetzt kommt Gegner. Das ist die Zahnfee. Verdammte Scheiße. Die Bestie ist blind, ne? Ich hätte dem Blut folgen müssen. Wenn ich stehen bleibe, wird die Bestie mich schon nicht sehen, oder? Ach du Scheiße. Da ist sie, das ist ein Pferd! Das ist das Pferd, von dem Jimmy geredet hat. Wo steht der Life ist er? Oh lol. Life is a bitch oder so. Life is a horse. Was ist das hier vor mir? Ich komme hier nicht mehr weiter. Hier ist irgendwie eine Wand oder so vor mir. Life is a horse butter, ne? Ja. Ludwig, bist du es? Dragon Breath.
ganz langen Hals. John Mundwasser. Das finde Jimmy geil. Das Ding wie der. Das ist glaube ich auch der Hals von dem Pferd, ne? Das ist Hals von einem Pferd, was hier so überall liegt. Das ist einfach nur ein Pferdekopf mit einem riesigen Hals. Sein Hals ist durch die ganze Halle verteilt. Ich steuert ein bisschen. Ich denke nicht, was du jetzt machen sollst. Ich denke mal, dem Blut folgen. Ich muss zum Pello. Oder Polo. Pello? Polo? Ich hab's. Wir geben ihm Mundwasser. Der Zucke. Hier. Es tut mir so leid. Ich hab's vermasselt. Nicht sprechen. Fünf Monate nach dem Unfall. Ich glaube, die Lüftung im Versorgungsraum ist mit dem Behandlungsraum verbunden. Aber Sie haben gehört, was er gesagt hat. Wenn wir jetzt da reingehen, es ist zu gefährlich, wenn wir da den Schaum aufbrechen, können wir einen Leck verursachen. Ich will es nicht schon wieder vermasseln. Du hast Anja gehört, im Moment ist es ihr zuzutrauen, etwas Extremes zu tun. Du und ich, Daisuke, wir können Curly retten. Swansea wird uns nicht helfen, also müssen wir es alleine schaffen. Gut, alles klar. Wir schaffen das schon. Aber bevor wir uns um den Schaum kümmern, wie kommen wir in den Versorgungsraum? Swansea ist nicht von der Tür wegzukriegen und er hat den Schlüssel. Ich habe eine Idee. Du musst mir vertrauen. Wir müssen ihn außer Gefecht setzen. Sie wollen mit ihm kämpfen? Nein. Selbst er muss eine Toleranzgrenze für Alkohol haben. Let's go. Lass ihn uns mit Mundwasser vergiften. Wir sorgen dafür, dass er ohnmächtig wird. Ganz einfach. Er wird hinterher nicht mal merken, dass wir etwas gemacht haben. In der Küche gibt es ein Rezept für einen Mocktail. Wir können den Schritten folgen, aber mit leicht veränderten Zutaten für den gewissen Kick. Kommen Sie. Ah, das war der Cocktail, den Sie gemacht hatten. Wofür Sie das Desinfektionsmittel gebraucht haben, was Sie später brauchen werden für ihn. Aber nicht dann nicht mehr haben, ne? Was brauchen wir dafür? Aber das Gerät ist doch weg. Ich kann gar nicht mehr mixen. Da ist es. Ich brauche Zucker dafür. Hier.
Step 1, Mouthwash. Und dann brauchen wir Isopropyl. Okay, das ist der neue. Die neue Mixtur. Alter, geil, let's go. Boah, das ballert. Junge, das ballert jetzt richtig. Jo, sogar in so einem sicken Glas. Der ist der einfache Cocktail. Abfahrt. Swansea, ich hab was Leckeres für dich. Was macht das Mundwasser eigentlich? Ja, ich denke mal, deinen Mundbereich vor Bakterien befreien. Der wird mies ballern. Unterrichten Sie jetzt meinen Praktikanten? Ich persönlich versuche ja meine jahrelange Erfahrung weiterzugeben, aber was weiß ich schon, Kapitän? Ich kann das hier nicht verwenden. Was? Wieso kann ich das nicht geben? Aber deswegen trinke ich das doch nicht als Cocktail. Ja, Swansea trinkt das, um sich zu besaufen. Die anderen trinken das, weil sie generell ja irgendwie was zum Trinken brauchen. Sie brauchen irgendwie eine Flüssigkeit. Muss da noch was rein? Eine Mischung aus Mundwasser und diesem Propyl. Nicht einmal Swansea würde das trinken. Also brauchen wir Zucker. Oder so. Wir brauchen da noch irgendwas rein, irgendwas Süßes. Dass es nicht auffällt, dass da Isopropyl drin ist. Hast du Zucker? Wir haben keinen Süßstoff mehr. Irgendwelche Ideen? Vielleicht habe ich versehentlich ein paar Packungen verlegt. Natürlich ohne Absicht. Schon klar. Sie können bei meinen Sachen suchen, dort können sie sein. Sie können aber auch ganz woanders sein. Wer weiß das schon, alles ist möglich. Der Unfall hat alles durcheinander gewirbelt. Ich hab's. Er schläft mit dem Süßstoff. Lecky! Starker Cocktail, ein mit Isopropylalkohol versetzter Mocktail. Er wird wohl nicht lange reichen. Ja, jetzt haben wir ein Schirmchen drin. Jetzt ist er fertig. War Isopropyl nicht das, wovon man von einem Tropfen blind wird? Also sagst du Isopropyl nicht ins Auge kippen? Hey, Relief, was geht ab? Ja, lieber in den Mund. Ja, der besondere Kick im Rezept ist halt Isopropyl. Das ist ja Desinfektionsmittel. Da ist richtig viel Alkohol drin. Das ist der besondere Kick. Was zur Hölle ist das? Hören Sie, wir müssen weiter zusammenarbeiten. Wenn ich hiermit dafür sorgen kann, dass wir uns nicht ständig an die Gurgel gehen, dann... Ja, gehen Sie schon her. Wir haben beim Rezept ein wenig improvisiert. Ja, man merkt, dass du deine Hände im Spiel hast. Du bist eben kein Barkeeper. Und auch ganz bestimmt kein Mechaniker. Der nimmt das Schirmchen weg, Chad. Er genießt es nicht. Du hättest nie herkommen sollen. Wer hat dich überhaupt an Bord gelassen? Wenn man den Idioten zu ein paar alten Säcken packt, wird schon irgendwas leer, aber wie? Sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Was für ein Schwachsinn. Du glaubst, dass alles schon irgendwie gut wird, aber jeder Fehlschlag macht dich nur noch kaputter. Älter, hässlicher, verbitterter. Klüger im negativen Sinne. Das Gejammere passt nicht zu Ihnen, Swansea. Sie meinen wohl, wir sollten uns alle verhalten wie Sie. Unser fleißiger, respektabler Captain. Ich würde sagen, wir entspannen uns ein bisschen, bevor diese Party vorbei ist. Mögen wir niemals zur Hölle fahren, sondern immer unterwegs sein. Ja, moin. Wir haben den Schlüssel. Ah, oh, da ist eine Gans dran. Swansea Schlüssel für den Versorgungsraum. Ach, weil das Swansea Chat. Lol, das ist ein Schwan.
Captain, sind Sie sicher? Vielleicht können wir später mit Swansea reden, wenn er wieder zu sich kommt. Manchmal ist es wie manchmal ist er besessen vom Arbeitsplatzsicherheit und so weiter, wissen Sie? Aber das ist ja eigentlich was Gutes. Er hat mir beigebracht, du musst jetzt tapfer sein, der Suke. Curly und Anya verlassen sich auf uns. Hey, Yugusa. Warte. Wow, hier ist ja überhaupt kein Schaum mehr. Hey, das sind diese Dinger, ich war noch nie in einem drin. Wie heißen sie noch gleich? Kryogenische Kapseln. Genau, die Dinger sind der Hammer. Wie in einem Science-Fiction-Film. Oh, die hier scheinen noch zu funktionieren. Wie lange kann man sich da einfrieren lassen? 20 verdammte Jahre. Unglaublich, dass Swansea den ganzen Schaum von hier beseitigt hat. Das hat er nicht. Was? Denke doch mal nach. Swansea wollte nicht, dass du ihm mit der Schaumwand im Versorgungsraum hilfst, richtig? Ja, weil man dazu Fingerspitzengefühl braucht. Er hat gesagt, dass ich etwas zu viel Kraft in den Armen habe. Dass ich nicht nur den Schaum zerstört hätte. Ich dachte mir, verdammt, er hat wahrscheinlich recht. Also habe ich stattdessen die Küche übernommen. Er hat mir gesagt, wie wichtig es ist, täglich Bestandsaufnahmen zu machen und Ordnung zu halten. Er ließ mich immer alles doppelt und dreifach oder vierfach überprüfen. Aha. Und er hat dir nie gesagt, dass er hier drin war? Nein, aber er scheint ziemlich fleißig gewesen zu sein. Hier gab es nie Schaum. Und Swansea hat es die ganze Zeit gewusst. Nur ein bisschen entspannen, bevor diese Party vorbei ist, was? Der Typ hat das alles für sich vorbereitet. Wenn die anderen sterben, legt er sich einfach hier rein. Dieser versoffene Mistkerl hat auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um sich selbst zu retten. Wäre man in der Kapsel wirklich gerettet? Oder Swansea ist gar nicht so böse, Chad, und der framet ihn gerade hier nur als Verräter, sondern Swansea wusste, dass hier eine Kapsel funktioniert. Und er dachte, wenn er ihnen sagt, dass hier eine Kapsel funktioniert, dann fangen sie sich alle um diese Kapsel an zu streiten und bringen sich gegenseitig irgendwann um, weil sie alle in diese Kapsel wollen. Und Swansea wusste das. Und deshalb hat er gesagt, nee, das dürfen die nicht wissen, ich sperre das ab und tue so, als wäre da alles kaputt. Dann streitet sich auch niemand und wir sterben alle in Frieden. An Mundwasser. 20 Jahre mehr Zeit gefunden zu werden. Immer noch besser als unsere jetzige Lage, aber so nicht. Jacke, ich sehe nichts. Man kann nicht nach Strich und Faden lügen, während man darauf wartet, dass alle anderen sterben. Nein, Mann, das kann nicht sein. Es gibt bestimmt irgendeinen Grund. Wenn er aufwacht, fragen wir ihn danach. Wir kümmern uns später darum ihn. Erstmal haben wir was zu erledigen. Und die Lüftung scheint intakt zu sein. Wow, sehen Sie sich diese Funken an. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie krass es drinnen aussieht. Es könnte manchen Stellen Einstürze gegeben haben. Du kannst da durchkommen. Wir müssen es probieren. Swansea sagte, dass es gefährlich ist. Ich weiß, er hat uns die Kapsel verschwiegen, aber er weiß über diese Dinge Bescheid. Vielleicht sollten wir warten, bis er aufwacht. Du hast gesagt, dass du es schaffst. Swansea war ein guter Lehrmeister, oder? Jetzt kannst du es beweisen. Er wird beeindruckt sein, wenn er aufwacht und stolz. Er wird verstehen, warum wir das tun mussten. Und dann kann er uns alles erklären. Meinen Sie? Der Suke. Alle verlassen sich auf dich. Befehle vom Captain. Ja, ich schaff das. Okay, dann mal los. Ja, wir hatten ja in einer anderen Szene gesehen, dass er verletzt ist. Vielleicht liegt das daran, dass er jetzt da reingeklettert ist. Und dann verletzt er sich da drin. Oder Anya greift ihn an oder so. War aber der Suke nicht am Anfang schon in dem Raum drin? Ja, ja. Das war vor dem Unfall, glaube ich. Müsste vor dem Unfall. Ja, ja, doch, war vor dem Unfall. So hat er sich die Verletzung zugetragen. Uff. Uff. Nee, nee, er lebt noch. Der braucht nur ein bisschen Mundwasser. Anya? Was haben Sie getan? Okay, doch angekommen. Er ist doch angekommen. Tag vor dem Unfall. Ein Tag vor dem Unfall. Okay. So, jetzt erfahren wir vielleicht ein bisschen mehr. Also hier ist gerade der Suke rausgekommen. Hier lag Curly auf dem Bett und Anya wahrscheinlich hat ihn umgebracht oder so. Okay, was ist passiert?
Wieso wollte er diesen Unfall machen? Vielleicht wollte auch der Pony Express eine reindrücken. So von wegen, ihr Schwein, ich habe für euch jahrelang gearbeitet und jetzt schmeißt ihr mich und meine Crew einfach raus und wollt ihre letzte Lieferung irgendwie kaputt machen oder so. Ja, das wäre auch dumm. Das wäre ein dummer Plot-Twist. Verdammt nochmal, wo ist sie? Entlassen zu werden ist doch kein Grund, sich selbst was anzutun. Anja, als Krankenschwester müssen Sie nie psychologische Tests machen. Das hätte ich bedenken sollen. Oh. Sie hätte mit ihrem Stress zu mir kommen können. Und was hätten Sie dann gemacht? Alles, alles. Ich bin für Sie genauso verantwortlich wie für den Rest der Besatzung. Das habe ich Ihnen immer wieder gesagt. Ich werde mir nichts antun. Sie wissen genau, dass die Waffe in einem Sicherheitskoffer ist, den ich nicht öffnen kann. Aber ich habe den Koffer versteckt. Sagen Sie mir, wo er ist. Nichts davon gelangt in deinen Leistungsbericht. Wir finden zusammen eine Lösung. Ich bin schwanger. Sie sind was? Mit wem? Captain, ich habe es Ihnen gesagt. Hören Sie zu. Wir können das in Ordnung bringen. Ich kenne ihn schon lange. Ich rede mit ihm. Ich weiß, dass Sie mir die Waffe nie zur Selbstverteidigung gegeben hätten. Also muss ich zumindest dafür sorgen, dass er sie auch nicht bekommt. Jimmy? Der Pferdeficker? Sechs Stunden zur Abrechnung. Es hört nicht auf zu bluten. Halt einfach still, Daisuke. Ich muss kurz nachdenken, wir kriegen das hin. Hey Junge, hörst du mich? Daisuke. Ja, irgendwo ist eine Waffe. Hey, stopp, stopp. Nicht bewegen. Schon gut, Daisuke, beruhige dich. Dieser Beruf. Du wärst niemals so geworden wie der verbitterte alte Swansea. Was für eine Tragödie. Jahrzehntelang unterwegs für Pony Express. Ein großer, kräftiger Kerl mit glänzenden Werkzeugen. Hier hat es mich hingeführt. Tolles Leben, was? Ich habe dich für strunzdumm gehalten. Dauernd hast du mir mit Nichtigkeiten in den Ohren gelegen. Dein Optimismus hat mich wahnsinnig gemacht. Du warst kein Streber, Karrieremensch oder Ehrgeizling. Nur ein verdammt guter Junge, der sein Bestes gegeben hat. Du hättest einem alten Dummkopf wie mir viel beibringen können. Mach die Augen zu, Daisuke. Er mochte ihn. Sie Monster. Ich hätte ihn wieder hinbekommen, Swansea. Alles muss ich selbst machen. Warum kann mir niemand ein bisschen Zeit zum Nachdenken geben? Verdammt nochmal. Haben Sie es immer noch nicht verstanden? Es ist vorbei. Aus und vorbei. Er wird keine Sekunde länger unter Ihrer Verblendung leiden. Unglaublich. Hören Sie auf damit. Ich weiß von Ihrem Plan, Swansea. Ich war im Versorgungsraum. Ich habe gesehen, was Sie dort versteckt haben. Erst schleichen Sie mit dieser Axt rum und erzählen Anja was auch immer. Und jetzt das?
Sie wollen sicherstellen, dass Sie derjenige sind, der in der Kapsel entkommt. Ja, ich habe mit Anja gesprochen. Aber sie war es, die mir alle möglichen Dinge erzählt hat. Sollte ein Kapitän nicht mit seinem Schiff untergehen? Nicht, dass das noch eine Rolle spielen würde. Ich will nirgendwo hin. Alles, was ich jemals wollte, hatte ich auf diesem Schiff. Also nur zu, gehen Sie in die Kapsel. Falls Sie jemals gefunden werden, können Sie die Geschichte so erzählen, wie Sie wollen. Sie haben es sich verdient. Hol die Waffe. Will jetzt Jimmy Swansea umbringen? Wahrscheinlich, ihr seid jetzt Angst vor ihm. Er hat ihm einfach mitten ins Gesicht gehauen. Ja, sie hat mir leider nicht gesagt, wo sie die Waffe versteckt hat. Also der ist halt jetzt so in seinem Film drin, dass er denkt, dass Swansea halt wirklich plant, alle hier umzubringen. Sie hat sich eine Überdosis gegönnt. Oh Mann. Er lebt immer noch. Der denkt immer noch, dass Swansea halt hier alle umbringen will und dann alleine in die Kapsel gehen will. Also will er wahrscheinlich jetzt sich die Waffe holen und Swansea umbringen, weil er jetzt Angst vor ihm hat. Oh, die war hier, die Waffe? Ich brauche einen Code. Sein Blut nicht mehr sehen. Na, hier. Also er kam hier, er hat sich da drin verletzt, kam hier raus, hat gesehen, dass sie halt sich umgebracht hat. Hier sieht man sein Blut. Er hat dann die Tür aufgemacht und dann haben die ihn hier, hat Jimmy und Swansea ihn hier empfangen und dann hier ihn über den Boden hier hingezerrt und hier hingelegt. Hey, hier ist wieder alles in Ordnung. Wir haben genug Mundwasser. Okay, alles gut, Chat. Ich dachte schon, wir haben kein Mundwasser mehr. Puh, Glück gehabt. Ist eine Wechselschaltung für zwei Lichtschalter. Nicht schon wieder. Verdammt. Tja. Wo haben die den Code aufgeschrieben? Das ist es, I guess. Hey, Cutie, was habe ich verpasst? Bisher alles. Den ganzen Stream. Hör auf, Ricky. Ich vergesse es gleich sonst. 739.
777739. 777739. Ich hab's fast, guck, ich hab's fast gehabt. Bam, Alter, let's fucking go. Er lacht! Das ist die Kira-Lache! Jimmy! Null Tage vor dem Mundfall. Okay, erfahren wir es jetzt. Ich habe es ihm gesagt. Anja, Sie hätten auf mich warten sollen. Was hat er gesagt? Nichts. Was einen Unterschied machen würde. War er wütend? Wo ist er hingegangen? Er ist einfach weggelaufen. Curly, ich will ihn nicht mehr hier drin haben. Warten Sie hier, ich muss ihn finden. Alles wird gut. Was? Wirklich Jimmy? Was hat Jimmy gemacht? Sie geschwängert. Jim, ich kann das in Ordnung bringen. Okay, ja, Jimmy, was? Was glauben Sie, was passieren wird, wenn wir zurückkommen? Hä? Wir finden eine Lösung. Sie und ich. Töte, was? Irgendwas mit Töten? Ich höre immer nur, was für ein toller Befehlshaber Sie sind. Das geht mir gehörig auf die Nerven. Aber was glauben Sie denn, was jetzt passieren wird, wenn wir zurückkommen? Wir bringen das gemeinsam in Ordnung. Alles, worauf Sie und ich in unserem Leben hingearbeitet haben. Erfolge, Veränderungen. Nichts davon wird eine Rolle spielen. Sie haben schon andere schwierige Situationen überstanden. Diesmal wird das genauso sein. Sie stehen das durch, einen Tag nach dem anderen. Es geht aber nicht um mich, oder? Sie sind derjenige, der alles unter Kontrolle haben sollte. Das haben Sie selbst gesagt. Tötet 99%, stand da. Okay. Das Schiff, die Besatzung, alles, was hier passiert ist. Sie sind dafür verantwortlich, Kapitän. Das ist es, was Sie sich für den Rest Ihres Lebens anhören müssen. Übernimm, was? Übernimm? Oder das alles wird als Tragödie in Erinnerung bleiben. Trotz aller Anstrengungen des hochgelobten Kapitäns. Die Besatzung der Tulpa wurde nie gefunden. Niemand hat überlebt, um davon zu berichten. Sie stehen am Rand, die Füße in Zementblöcken. So sieht Curly aus. Jetzt verstehe ich es. Richtig? Richtig. Tötet 9%. Ich kümmere mich darum. Hey, ich check's nicht. Jim, sagen Sie mir, dass das nicht wahr ist. Ich habe nicht. Was zur Hölle haben Sie gemacht? Also haben wir am Anfang im Intro Jimmy gespielt? Er wollte kein Vater werden. Er hat sie wahrscheinlich vergewaltigt.
Deshalb will er ja nicht wieder zurückkommen. Deshalb sagt er das doch. Was soll aus mir passieren, wenn wir landen? Ich glaube, das ist eher sein Problem. Wieso sollte er Angst haben, Vater zu werden? Juhu. Alles Gute zum Geburtstag, Kapitän. Das ist der Hammer. Hört, hört. Auf, Captain Jimbo. Wir haben am Anfang wirklich Curly gespielt, aber er hat versucht, alles zu retten. Herbert hat doch diesen... Er hat doch diesen Steuerknüppel... Man musste doch diesen Steuerknüppel drücken am Anfang. Und wenn man drauf drückt, dann ist das Schiff auf diesen Asteroiden hat sich das gedreht. Das sah so aus, als würden wir das absichtlich machen als Curly. Kommen Sie. Sie müssen eine Rede halten. Na los, nicht so schüchtern. Ich hoffe, die Rede hat es in sich. Auf jeden Fall. Unser Kapitän. Kapitän Jimmy. Viele kommen mit Mühe und Not über die Runden. Aber das hat dir nicht gereicht, stimmt's, Kapitän? Die unterste Sprosse auf ihrer Leiter waren unsere höchste. Bis ihnen alles unter den Füßen weggerissen wurde. Auf unserem Niveau ist das Leben nicht einmal mehr lebenswert. Ich glaube, da hat man schon Jimmy gespielt, nur wollte er absichtlich das Schiff dagegen fahren, weil er nicht mit seinen Konsequenzen leben wollte. Ja, ja, aber... Aber ich verzeih Ihnen. Wir alle verzeihen Ihnen. Ich werde Sie nicht fallen lassen. Ich glaube an Sie. Wir stehen das durch. Manchmal läuft alles gut und wir reisen durch die endlosen Weiten des Alls. Und manchmal müssen wir eben auch Tage wie diese akzeptieren. Das haben Sie mir beigebracht, Curly. Essen wir. Er isst jetzt seinen Arm. Überleben wir. Jetzt einfach seinen Arm oder Bein, damit er länger leben kann. Übernimm Verantwortung. Mal ein bisschen Mensch essen und dann ab in die Kryostase. Psychopath! Wieder zu Wendigo. Deswegen die ganze Zeit Verantwortung, weil Jimmy nicht drauf klarkommt. Ja, und die Curly hat ihn jetzt gerade auch am Ende ja so, als er die Waffe da rausgeholt hat, hat Curly ihn auch rausgelacht. So von wegen, ne? Du wolltest Verantwortung haben? Du wolltest der Kapitän sein? Jetzt bist du es und du kriegst nichts gebacken. Alle sind tot, wegen dir. Okay, das ist der Zucker. Eine Blume. Es gibt kein Zurück. Q.
kümmere dich irgendwas. Was steht da? Kümmere dich da drum. Warte, ich mich umdrehe, geht's los. Dann gehe ich einfach rückwärts. Rückwärts geht. Okay, rückwärts war das. Rückwärts war wirklich das Ziel. Hallo, hallo. Ich gucke nur den Boden an. Responsibility, Verantwortung. Du ballerst das Game heute noch durch, oder? Ja, ich denke mal, wir sind auch fast durch. Wir fliehen quasi gerade vor der Responsibility, Alter. Okay. Oh, wow, okay. Moin. Er hat zu viel Mundwasser gesoffen. Daisuke. Was passiert? Ah, das ist eine... Nee. Doch, das ist eine Axt. Jetzt in diesem Raum bei der Kryostase-Shit. Jetzt wird der Typ hingerichtet und dann ab in die Box. Jetzt drück ab, Chat. Ich bin nicht der Mörder. Ich tue nur das, was das Spiel von mir will, ne? Ich hab nicht drauf geschossen. Ich hab nicht auf ihn drauf geschossen. Ich hab daneben gemacht. Ich hab niemanden getötet. Kommt auf die Watchlist. Nein. Beloved friend, I remember you, so you are eternal. Thank you.
Scheiße. Das war ein Traver. Mann, ich bin halt voll langsam, wenn ich ziele. Okay, Spiel ist zu schwer. Ich habe tatsächlich wohl wirklich davor nicht getroffen, obwohl es so aussah, als hätte ich ihn getroffen. Ich habe etwas zu sagen. Also, halten Sie die Klappe und hören Sie zu. 13 Jahre lang war ich pausenlos benebelt. Betrunken, um es vorsichtig zu sagen. Dann wurde ich plötzlich von einer Straßenlaterne geblendet. 500 Gigawatt pure göttliche Macht. Eine Vision von meiner aufgedunsenen Leiche im Straßengraben. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Also besorgte ich mir ein Kragenhemd, eine Hypothek und eine Kreditkarte. Alles, was man als anständiger Mann braucht. Ich hoffte, ich könnte meine Kinder zu besseren Menschen erziehen. Ich wollte nicht wahrhaben, dass ich jederzeit einen Rückfall haben könnte. Aber die Wahrheit ist Disziplin, Antrieb, Routine. Das endlose, verzweifelte Streben danach, die Dinge in Ordnung zu bringen. Eine liebende Ehefrau, tolle Kinder, Nüchternheit. Ich sag's Ihnen, sie. Ziele, die ich mein ganzes Leben verfolgt habe. Am Ende hat es sich nie so gut angefühlt, wie ich es erwartet hatte. Jetzt, wo wir am Ende sind, ist es Zeit für die Inventur. Diese Nächte auf dem Sofa mit brummendem Schädel. Zerbrochenes Glas in meinen Händen, Blut, das mich köstlich amüsiert. Alte Knacker auf einem Wasserbett, die den Mond verspotten, weil er es wagt, sich zu zeigen. Nichts als Übelkeit, erbrochenes und hässliche Grausamkeit. Kein einziges Problem auf der Welt außer einer leeren Flasche. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ja, das war die beste Zeit meines Lebens. Ich habe nichts zu verbergen, bin bereit für die Konsequenzen. Ich muss mir nichts mehr vormachen. Aber Sie, ein feiges, egoistisches Arschloch. Und Sie merken es nicht mal. Ich hätte den Jungen beschützen sollen. Ich wünschte, ich hätte ihm wenigstens eine Chance außerhalb dieses verdammten
Felsens geben können. Swansea, ich bringe alles in Ordnung. Wir stehen das durch. Ich scheiß auf sie. Digga, der hat aber mehr als einen Schuss reingedonnert. Ja, der ist halt komplett in seinem Film drin. Der ist komplett in seinem Captain-Film drin. Droppt einfach, ja, ich bring schon alles in Ordnung, alles gut. Swansea, ich mach das schon. Keine Sorge. Ich bin der Captain. Ich hab alles im Griff. Ja, der komplette Schaum ist weg. Deshalb wurde er auch am Anfang von einem... Deshalb, wo wir auch am Anfang im Intro die ganze Zeit in diesem Labyrinth rumgelaufen sind, hat dieser Polo einen verfolgt, ein Pferd. Und der Typ hat ja irgendwie was mit diesen Pferden. Der findet ja irgendwie Comic-Pferde geil. Okay, okay. Was hat das mit der ganzen Pferdesache auf sich? Das richtende Auge von Curly. Ich bin in seinem Mund drin. Ich komme aus seinem Mund raus, Chat, wie die Tabletten, die in seinem Mund waren. Ich bin am Ende sein wahrer Painkiller. Okay, wieso hat er ihn komplett mit Ventilen vollgemacht? Ich glaube, meine Kassette ist kaputt. Nehme ein Bein von Curly. Iss.
Das sind quasi alles so was in seinem Kopf so alles vorging, ne? Also wir haben ja schon am Ende quasi schon alles gesehen. Sie sitzen dort am Tisch und der schnabuliert sich ein Bein von Curly. Und gerade haben wir nochmal quasi in seinem Kopf durchlebt, was in seinem Kopf passiert ist, bevor er Swans Issy umgebracht hat. Und jetzt quasi, wie sein Gehirn ihn dazu verleitet, Curly zu essen. So, und wenn ich an diesen Dingern drehe, dreht sich da irgendwie diese roten Dinger. Was genau muss ich hier machen? Ich habe jetzt ein Bein von Curly. Ich kann das hier nicht benutzen. Ich muss näher ran. Was? Ich muss näher ran. Ich kann nicht näher ran. Hä? Ach, ich soll ihm das in den Mund schieben. Ah, jetzt ist es rein. Er ist wieder ausgekotzt. Okay, das ist eine Speiseröhre. Und das unten rechts wahrscheinlich der Magen. Dann kommt das da. Nein. Passt schon irgendwie. Ich teste es einfach. Ich hätte doch nichts mehr anders machen können. Unten rechts noch, aber ich kann den unten rechts nicht drehen. Währenddessen nicht drehen. Hä? Ja, wenn ich den unten links verdrehe, dann geht er nicht mehr. Wenn ich den so stelle, dann geht er nicht mehr da durch. Check das Puzzle nicht.
Sobald ich ein Rad drehe, funktioniert gar nichts mehr. So kommt er halt am weitesten. Kannst du nicht den Anfang drehen? Nee. Oder? Moment. Doch, den Anfang konnte ich drehen. Ich check's nicht genau, wie das verbunden ist. Das ist einfach Brute Forcing, was ich hier tue. Aber wieso verfüttert er jetzt an ihn sein eigenes Bein? Hilf mir! Oh, ich steuere ihn da drin, glaube ich. Ja, ich steuere ihn da drin. Okay, ich kann nur nach vorne gehen. Ja, vielleicht füttert er ihm sein eigenes Bein, weil dann kann er sagen, dass so sind alle Captains, also kann ich jetzt auch sein Bein essen. Ich will nach Hause. Wir sind zu Hause. Warum bringen sie nicht zu Ende, was sie begonnen haben? Keine Sorge, falls uns jemand finden sollte, spiele ich weiterhin den Bösewicht. Sie stehen am Ende als der Bessere da, wie sie es wollten. Ich hätte es verhindern können. Ich übernehme die Verantwortung. Nein, wir können beide Helden sein. Wir sind ein Team, nur sie und ich, so wie früher. Was passiert ist, war ein Unfall. Wir konnten nichts dagegen tun. Ich habe einen Fehler gemacht, okay? Es tut mir leid. Es tut mir so verdammt leid, Curly. Du bist alles andere als ein Held. Es ist ein bisschen zu spät, um jetzt ein Held zu sein. Aber Jimmy, jeder macht mal Fehler, ja? Niemand hat es so schwer wie Jimmy. Pferd. Ich verstehe das Pferd nicht.
Alles sauber. Das hilft wirklich gegen den schlechten Geschmack im Mund. Durch die Trümmer. Das tut weh. Durch die Stille. Das steht, ich hoffe, das tut weh, ne? Wer hat das nochmal gesagt im Laufe des Spiels? Spüle alles weg. Das war Swanson, oder? Hat Swanson gesagt, ich hoffe, das tut weh? Das stand ganz am Anfang im Intro. Ich hoffe, das... Hat das nicht Swanson gesagt? Ich hoffe, das tut weh. Da, das Ding kam raus. Da sind ganz viele Pferde. Pferd. Jemand meinte vorhin im Chat, das Pferd symbolisch für Führungskraft oder so stehen, wegen Zügel in die Hand nehmen. Deshalb war der auch am Weglaufen von dem Pferd, weil er halt nicht die Zügel übernehmen wollte. Die Scheißflaschen. Die miese Sau. Express ist tot. Und du auch. So. Polly says. Halt die Klappe. Curly hat sein Bestes gegeben. Ich auch. Aber er ist der Bessere. Das ist mir jetzt klar. Wir können es beide noch schaffen. Ich kümmere mich um ihn. Ich übernehme die Verantwortung. Curly, Captain, es tut mir so leid. Ja, 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 das tue ich. Ich hab's vermasselt. Aber ich kann es wieder gut machen. Unsere schlimmsten Momente machen es uns nicht zu... Sieht man irgendwo einen Pixelfehler? Die hat gesagt, irgendwo oben rechts ist ein Pixelfehler. Null Stunden vor der Abrechnung. Es ist soweit. Let's go, Chat. Wir stecken ihn in die kryostase.
Wir können noch ein Held sein. Ja, vielleicht hat er ihn gar nicht gegessen, sondern vielleicht hat er nur darüber nachgedacht, ihn zu essen. Und deshalb dieser wilde Fiebertraum da. Geh nach Hause. Lass den Mann 20 weitere Jahre leiden. Ja, er schläft ja dann, er checkt das ja gar nicht. Der wird ja eingefroren. Eingefroren. Ja, dass Curly am längsten überlebt und das alles mit ansehen muss. Der Captain, der für alles die Verantwortung übernommen hat. Zu sehen, wie seine Crew Stück für Stück einer nach dem anderen stirbt. Jimmy ist der wahre Held der Story, ja? Er hat ihn da wirklich reingesetzt. Er ist so ein Trottel. Schon gut, Curly. Es wird alles gut. Sie standen immer hinter mir. Ich habe ihnen wehgetan, obwohl ich uns retten wollte. Aber ich werde überleben. Es ist so, wie sie gesagt haben. Gemeinsam können wir alles in Ordnung bringen. Ich bin stolz, ihr Freund und Co-Pilot gewesen zu sein, Captain. Jetzt kann ihnen niemand mehr wehtun. Wir haben es in Ordnung gebracht. Ich habe es in Ordnung gebracht. Der ist komplett durch, dieser Mann. Er hat sich die Kugel gegeben. Nice Game. War schon sehr cool. Der Nachbar von Jackson hat mitgemacht, Chad. Kein Problem, habe ich gerade gemacht. Folge uns beenden. Was? Das ist das Menü auch. Jo, wie kurz das Gesicht aufploppte. Ja, das war ein sehr, sehr nices Game. Das war actually sehr, sehr gut. Es ist gar nicht so gewesen, wie ich erwartet hatte. Also, ich dachte, es wird viel abstrakter und viel weirder. Aber du bist actually sehr, sehr gut. Nein, du. Dass es viel abstrakter wird und dass es jetzt irgendwie nichts Greifbares sein wird von der Story her, aber dass es dann am Ende wirklich einfach nur eine Story von einer Crew ist, die in einem Raumschiff dann so eine Scheiße durchgelebt haben, war an sich dann eigentlich doch ganz cool.
Hat Spaß gemacht. Das Mysterium herauszufinden. Ich mochte auch, ich fand das auch ganz cool, wie das geschrieben war, dass du halt die ganze Zeit so zwischen den verschiedenen Zeitpunkten hin und her springst und nicht halt irgendwie zwei Zeitlinien hast, irgendwie die vor dem Unfall und nach dem Unfall, sondern auch da hin und her die ganze Zeit springst, zu kleinen Zeitpunkten. Und dann halt immer so Stück für Stück Jimmys Zerfall mitbekommst. Das ergibt aber auch Sinn, dass sie sich vor Jimmy versperrt hat, ne? Die Anya. Und ihn nicht reingelassen hatte. Weil sie wahrscheinlich auch irgendwie Angst vor ihm hatte. Aber ja, die miese Sau. Am Ende hat er sich auch selbst umgebracht. Arschloch. Aber ich meine, ja, er hat sie alle umgebracht, aber Digga, die haben sich schon seit Ewigkeit nur noch von Mundwasser besoffen. Die wären wahrscheinlich früher oder später auch alle gestorben. Ich finde es wild, dass das Game so wenig mit Mouthwashing zu tun hatte. Es war so egal, dass sie das getrunken haben. Ja, ich dachte auch, das wird irgendwie vielleicht noch einen Twist haben mit diesem Mundwasser. Dass das Mundwasser irgendwas Besonderes ist oder so. Aber ich denke mal, das ist der Sinn dahinter, dass wir das die ganze Zeit denken. Dass wir die ganze Zeit denken, es dreht sich um dieses dumme Mundwasser, weil das Spiel heißt Mundwasser, das ganze Schiff ist voll mit Mundwasser. Und dann kommt so, man hat versucht die ganze Zeit irgendwelche Storys im Kopf zu konstruieren, was überhaupt hier passiert sein könnte. Und dann kommt aus dem Nichts einfach, bumm, Jimmy ist ein Vergewaltiger und hat den Unfall verursacht, weil er Angst hat von den Konsequenzen. Und das Mundwasser ist eigentlich scheißegal. Aber man ist halt die ganze Zeit auf dieses Mundwasser fokussiert, ne? Dass man irgendwie, dass die sich alle mit diesem Mundwasser zugedröhnt haben und dadurch irgendwie durchgedreht sind oder so, ne? Gibt aber zumindest bestimmte Linien zum Mundwasser, wie das tötet 99%. Er hat alle getötet, außer Curly zum Beispiel. Ich glaube, das ist der Sinn dahinter. Man macht eine Tour durch den Weltraum für mehrere Monate und das nur für Mundwasser. Ja. Ja, war schon sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Diese Reise durch das Schiff und durch diese Geschichte. Das war ein sehr cooles Spiel. Aber das ist auch das letzte Spiel für heute, Chat.